Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 4, nächster Cast aus Road to Red Bull Wolulu Legacy, und zwar Juli, Monatsfinale. Wir haben das nächste Best of 5 mit dem Spanier in Blau, das ist Lucifron, startet mit den Franzosen auf trockenes Arabien, sein Gegner in Rot, das ist der Brite Symptom beim Team Genesis Gaming, und der startet mit Deli. Kartentechnisch alles wie immer, zivilisationstechnisch alles wie immer, um mal sehen, wer der beiden sich hier durchsetzen kann. Option Deli natürlich, die Upgrades, die Heiligkeit. Währenddessen Option Franzosen, königliche Ritter. Die Franzosen sind da, denke ich, eine recht starke Wahl gegen das, was Symptom hier vorhat. Grundsätzlich gegen Deli, weil man halt die Option hat, mit den königlichen Rittern schnell einen Riegel vorzuschieben. Dass der Gegner dann keine weiteren wichtigen Positionen kommt, dann keine wichtigen Ressourcen kommt. In dem Fall sind es die geweihten Städten, die quasi eine wichtige Ressource bilden. Ein paar Schafe werden noch zurückgeschickt. Und die beiden spielen erstmal soweit ihr Early Game. Das lassen wir sie einfach mal so machen. Wir warten auf die Wahrzeichen. Ich meine, diesen Klarglaubensturm und Kavallerie. Schulip, da ist sie auch schon unterwegs. Weil gibt nicht wirklich eine andere Option. Die Handelskammer der Franzosen wird halt effektiv gar nicht gespielt, außer man ist auf einer Wasserkarte. Und selbst da sieht man sie nicht immer. Und Glaubensturm. Hier bei Deli weiß ich tatsächlich nicht, was das andere Wahrzeichen ist. Weil ich glaube, ich habe es noch nie gesehen. Das Ding, das nicht der Glaubensturm ist. Ich kann es leider als Observer auch nicht nachgucken. Wenn ich den Button drücke, passiert nichts. Den Wahrzeichenknopf, wo man eigentlich zwischen einem der beiden auswählen kann. Die Möglichkeit habe ich nicht. Und daher, ja, gut. Es ist der Glaubensturm, es ist immer der Glaubensturm. Keine Überraschungen. Und hier geht's los. Erste königliche Ritter. Natürlich auf der anderen Seite die ganze Upgrade-Palette, die für Symptom wichtig ist. Auch eine Kaserne. Er braucht was, um sich gegen die Ritter zu Wehr zu setzen. Und dessen die Speers noch ein bisschen frech, aber sollten hier keinen weiteren Schaden anrichten können. Grundsätzlich Symptom natürlich möchte jetzt dann aufrüsten mit Gelehrten, hat aktuell noch keinen einzigen drin. Das heißt, das läuft auch entsprechend langsam, nutzt nämlich seinen Gelehrten gerade für die effiziente Produktion seiner Kaserne, dass mehr Einheiten dann parat stehen, um gegen den Ritter zu verteidigen. Wie man sieht, erster königliche Ritter ist hier. Hinten gibt es auch schon eine Schmiede, nur eine Schmiede. Man sieht stellenweise die Deli-Spieler auch mit Doppelschmiede, was natürlich etwas mehr Ressourcen kostet. Aber dann kann man halt die ganze Upgrade-Palette nach und nach durchdrücken. Aber Symptom ist hier nur mit einer unterwegs, sammelt keine Steine aktuell, auch so Lucifron ohne Steine, also wirtschaftlich ist es den beiden nicht ganz so wichtig, da mehr auf die Wirtschaft zu pushen, sondern der ganz normale Verlauf, ein Dorfzentrum, das hat die ganze Zeit Dorfbewohner produziert. Und eben Lucifron konzentriert sich hier mit seinen Rittern auf die Front und bringt auch schon den ersten Bogenschützen mit. Also für die Speerkämpfer sieht es gar nicht mal mehr so toll aus. Dafür, okay, der Speer frisst dafür aber mal den Volley vom Dorfzentrum, und damit hat sich das Ding erledigt, weil der war wichtig, um einfach der restlichen Truppe Sicht zu geben, dass man weiß, okay, wo sind die Speerkämpfer, um welche Ecke muss ich mir Sorgen machen. Und die Info fehlt jetzt Lucifron, entsprechend kommt erstmal der Rückzug. Mit Bogenschützen versuchen es trotzdem, aber ja, man sieht halt deutlich weniger, der Speer hat halt locker nochmal ein, zwei Felder weiter gesehen. Währenddessen oben haben wir bereits einige weitere Schilde, die eingebaut werden sollen. Allerdings wartet auch ein Speer schon on spot. Also da steht schon was und blockiert. Speerkämpfer ist unterwegs, um das Ding zu bauen. Und Lucifron, ja, belagert hier vorne. Also man sieht auch jetzt schon quasi die Priorität. Ich werde nicht zulassen, dass du hier einfach so rauswanderst und die geweihten Städten einnimmst, sondern ich versuche schnell zwischenzufunken. Irgendwann wird es sich ja aus der sicheren Zone seines Dorfzentrums wegbewegen müssen. Das ist der Gedanke, den Lucifron hier gerade hat. Symptom kann da nicht ewig drin bleiben, weil er braucht die geweihten Städten auch ein bisschen. Muss sich da mehr Wirtschaft einfach ranholen. Das Problem ist halt, die Franzosen bauen die Dorfbewohner schneller. Das heißt, Lucifron wird mehr und mehr davonziehen. Um das zu kompensieren, braucht Symptom da das zusätzliche Gold. Damit er später dann eben auf die Ritterzeit und dann auf Elefanten gehen kann. Das heißt, möglichst viele geweihte Städte möglichst lange halten, ist das Motto. Und da geht's mal los. Mit Begleitschutz in großer Masse. Währenddessen hier nochmal ein Reiter. Sorgt für einen kleinen Gegenangriff. Lucifron sammelt jetzt Steine. Er möchte ein weiteres Dorfzentrum mit aufstellen. Und der Reiter bekommt jetzt Gesellschaft. Etwas mehr als ihm wahrscheinlich lieb ist. Versucht jetzt auch abzuhauen. Verliert trotzdem einen ganzen Schwung an Hitpoints. Runter auf 38. Dafür geht es jetzt hier eben los auf die geweihte Stätte in der Mitte. Unten wurde auch ein bisschen abgesichert. Also die kann tatsächlich Symptom etwas einfacher ansteuern. Aber das hat er, glaube ich, gerade nicht ganz auf dem Schirm.
trifft jetzt hier mit dem Speer auf einen der königlichen Ritter. Der schlägt sich da völlig durch. Da geht es jetzt los in der Mitte. Einnehmen und Mauer drumherum bauen. Währenddessen hier eben, die Mauer war geplant, aber ein königlicher Ritter kümmert sich darum, dass die nicht fertiggestellt wird. Der Speer rennt dann nochmal zurück. Und ja, Steine wurden gesammelt, das heißt weiteres Dorfzentrum. Als ob da Lucifer nicht eh schon davon zählt in den Dorfbewohnern, aber er legt nochmal eins oben drauf. Simpton, das könnte langfristig für ihn gefährlich werden. Es sind drei Dorfbewohner hinten, also 10%. Nicht so schlimm, das ist vollkommen vertragbar, weil er eben auch gleich die ersten geweihten Städten hat, die wiederum für mehrere Dorfbewohner quasi an Gold sorgen. Also das ist voll okay. Da kommt jetzt noch das Rittertum-Upgrade, währenddessen die Bogenschützen kiten rückwärts gegen die Reiter. Die kriegen wiederum auch den Sturmangriff der Ritter ab, bleiben aber am Leben. Sammelt sich da weiter in der Mitte. Und Lucifer fühlt sich gerade nicht stark genug. Klar, er hat Ressourcen hier rein investiert. Dass er Ressourcen jetzt nicht in sein Militär hat. Somit ist er da lieber etwas vorsichtig und überlässt die Karte etwas mehr seinem Gegner. Aber kann sich dadurch eine stärkere Wirtschaft selbst aufbauen. Das sieht so aus mit den Gebäuden hier, als ob da eine Palisade stehen würde auf der Minimap. Oder geht das nur mir so? Die Linie hier. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Aber ne, es sind einfach nur Gebäude. Wenn das ein... Symptom, yo, chillt in der Mitte. Mal gucken. Das hier unten hat es immer nicht geschnappt, überraschenderweise, die geweihte Stätte. Die ist immer noch nicht angegangen. Stattdessen geht es jetzt Richtung nördlicher Teil. Versucht da einmal abzuräumen. Der Speer kann da auch nicht viel tun, außer weglaufen. Und selbst weglaufen ist schwierig, weil es ein Ticken langsamer als die Reiter. Die verfolgen ihn also. Und dessen versucht Lucifer eben die Möglichkeit zu nutzen, um hier die geweihte Stätte wieder zurückzuerobern. Allerdings gegen die Palisade. Wobei, die Palisade, ist die offen? Zählt das als offen oder zählt das als geschlossen? Nicht sicher, auf jeden Fall der Speer stirbt, aber das war zu erwarten und hier die geweihte Stätte wird ebenfalls eingebaut. Und im Süden geht es auch zur Sache jetzt, also alle drei sollen in den Besitz von Symptom wandern. Lucifer hat ein paar Einheiten noch unterwegs, versucht hier und da ein paar Dorfbewohner mitzunehmen, aber ist nicht so einfach. Die haben auch ihr Hitpoint-Upgrade, wie man sieht, 75, da ist Textilien drauf. Und dessen gibt es hier ein bisschen Ärger, ein bisschen viel Ärger. Das sind einige Reiter, die sich hier um die Dorfbewohner kümmern wollen. Lucifer hat selber gerade nichts da, außer seine Dorfbewohner. Da kommen jetzt die Bogenschützen mit dazu, helfen aus. Aber auch die Bogenschützen machen natürlich nicht den spannendsten Schaden auf diese Ritter, Reiter. Wieder mal das Hin und Her. Aber es sind halt doch verschiedene Einheiten. Auch wenn man es... Wenn die Ritter sind ja theoretisch auch Reiter. Sie reiten, ja. Ich glaube, im Englischen... sind es Knights und Horsemen, da unterscheidet sich das Wort einfach ein bisschen deutlicher. Im Deutschen ist es halt mit Ritter und Reitern etwas nah beieinander. So, hier ebenfalls Palisade und geweihte Städte einnehmen. Ein königlicher Ritter versucht da noch ein Wörtchen mitzureden, aber hat gleich sehr viele Feinde gegen sich. Und das wird nicht klappen. Ich meine, er hat gerade kurz noch den Gelehrten von der geweihten Städte verscheucht. Da muss Symptom einmal nachbessern, aber dann kann er das Ding auch nehmen. Tatsächlich, das Ding hat er nicht eingenommen. Das ist etwas überraschend. Hier hat es nicht hingekriegt. Und hier steht er gerade auch noch neben. Man hat jetzt einen viel Fortschritt auch noch verloren dabei. Also es läuft jetzt nicht so optimal. In der Zeit hat Lucy von mehr Masse produziert und versucht, die Mitte anzugreifen. Also Symptom da ein bisschen unrund, wie das gerade für ihn läuft. Nicht optimal. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Stattdessen hat er sich jetzt selbe Steine geschnappt und ebenfalls ein weiteres Dorfzentrum aufgebaut. Wir sind da jetzt bei 54 zu 43. Also Symptom ist da schon ein Stück hinten. Versucht ein weiteres mit den Reitern was zu tun, aber das sind ein paar Speerkämpfe im Weg. Die sind zu zweit. Schnappen sich trotzdem zwei Kills, eventuell einen dritten Kill. Ne, zum dritten Kill reicht es nicht ganz, aber sie nehmen auf jeden Fall ein paar Reiter mit. Noch ein bisschen mehr Schaden, hier wurde jetzt aufgebrochen. Von unten wurde währenddessen eingenommen, aber da ist die Palisade auch nicht dicht. Das heißt, der Ritter kann sich um den Gelehrten kümmern. Oder sich um die geweihte Stätte kümmern, je nachdem, was ihm gerade wichtig ist. Wie sieht es mit den Reitern aus? Die versuchen immer noch ihr Bestes, werden aber zerpflückt von Dorfzentrum und ein paar Speerkämpfern. Nur noch einer übrig. Währenddessen Lucifer wandert selber weiter raus, trifft da auf ein paar Speerkämpfer, die könnte eventuell angehen. Hat viele Bogenschützen dabei. Da ist auch bei ein paar der Bogen eigentlich broken. So sollte die Szene definitiv nicht aussehen. Ah doch, sie tragen es über der Schulter. Aber nicht in so einem Dreieck eigentlich. Es sollte etwas eleganter aussehen, denke ich. Die Szene ist ja dehnbar, aber 90 Grad Dehnung kann ich mir nicht vorstellen, dass die so gesund wäre. Aber gut, der Gelehrte wird auch noch niedergerannt. Überlebt nicht und ja, geweihte Stätten hat sich ziemlich schnell wieder erledigt. Die in der Mitte ist auf 0, dafür die oben eingenommen. Und die unten ist noch aktiv und wird zugebaut. Also teilerfolgig hier für Symptom. Lucifer währenddessen mit dem eigenen Angriff. Jagt er die Reiter vor sich her, die Dorfbewohner fliehen von diesem Dorfzentrum. Belagerungsfachkenntnis auch noch mit unterwegs bei Lucifer. Und viele Bogenschützen gegen die Speerkämpfer. Die Reiter sind nicht genug, um den Bogenschützen groß gefährlich zu werden. Wie man sieht, die verlieren tatsächlich selber den Kampf einfach.
Das heißt, erstmal jetzt ein Problem. Die Armee von Lucifer steht zwischen den beiden Basen von Symptom. Ich kann das nicht vernünftig kombinieren. Ich meine, es kommt jetzt okay Gold rein. Aber das soll es trotzdem noch einen Ritter geben, der sich um die Geldstätte im Süden kümmern möchte. Und hier sammelt sich dann alles mit dem Rambok. Wirtschaftlich sind wir bei 66 und 53. Aber was Symptom jetzt endlich durchgezogen hat, ist sein nächstes Wahrzeichen. Komplexes Verteidiger steht. Problem ist trotzdem, er muss erstmal ein Militär jetzt aufbauen, dass der Truppe von Lucifer gewachsen ist. Lucifer hat jetzt den ersten Rambok, kann er so ein paar Gebäude angehen. Und er steuert das Dorfzentrum an. Klar, wenn er das zerstören kann, wäre ein heftiger Schlag gegen Symptom. Kommt der Dorfbewohner technisch nicht mehr so einfach an seinen Gegner ran. Aber der produziert währenddessen die ersten Waffenknechte und versucht das damit in den Griff zu kriegen. Ein Waffenknecht alleine macht es nicht so einfach, aber da kommen mehr und mehr und mehr. Die Produktion läuft. Dorfbewohner wurden auch mit dazu gezogen, um den Rambok zu zerstören. Es stirbt ein Dorfbewohner dabei. Die Bogenschützen legen jetzt los und Symptom will sich eben durcharbeiten mit allen Mitteln. Einige Dorfbewohner eben auch wieder mit im Einsatz, werden auch schön angefokust von den Bogenschützen. Sperrkämpfer sind es zu dritt, Waffenknechte sind es zu dritt und es sind gerade noch zu wenig, wie man sieht. Waffenknechte sind nicht genug. So bleibt hinten eine Truppe, aber die kann sich nicht ganz durchsetzen. Dorfbewohner hat es auch ein paar erwischt, der Rest wurde wieder eingeladen. Mehr Dorfbewohner aber im Visier, sieht mal, wird rausgegangen, um diesen Rambok anzugehen. Das reicht, um den Rambok zu killen. Hat nicht genügend Schaden hier gemacht. Das kostet trotzdem Dorfbewohner bei Symptom. Es ist trotzdem eine etwas kostspielige Verteidigung. Gerade hier drüben, man sieht das, die Bogenschützen laufen einfach durch und nehmen jetzt jeden Kill mit, den sie irgendwie kriegen können. Jeden Kill, der leicht ist. In dem Fall ignorieren sie den Waffenknecht und gehen lieber die Dorfbewohner an, weil die sind angeschlagen. Und da kann man nochmal wertvolle Kills mitnehmen. 44, damit 75. Und selbst hier ein einziger Waffenknecht alleine ist nicht genug, wird niedergerungen von der Masse. Hier drüben sind noch ein paar Einheiten, da setzt sich aber Symptom so langsam durch. Also die Waffenknechte können das clearen. Auf lange Sicht, Problem sind wirklich die Wirtschaftsverluste, die Symptom dabei hat. Das setzt ihn einige Meter zurück in seinem Spielstatus. Schnappt sich aber währenddessen jetzt auch die ersten Reliquien und da. Okay, Lucifer lässt da auch nur nicht locker. Möchte nochmal Rambok nachsetzen. Währenddessen laufen natürlich eine ganze Palette an Upgrades bei Symptom. Das heißt, seine Einheiten waren noch stärker. Ach, hier noch einen weiteren Waffenknecht verloren. Also die Waffenknechte, also sie haben trotzdem Schwierigkeiten. Und okay, da kommt Steinmauerprojekt. Ich meine, ja, kann man machen. Dann bekommt er die Kostenersparnis mit drauf. Vom 6. des Verteidigers ist ja da. Also hier wird eine ziemlich massive Mauer dann hochgezogen. Hier soll es ein weiteres Dorfzentrum geben. Also Symptom versucht jetzt einfach irgendwie defensiv das zu organisieren. Muss aber trotzdem noch viel weglaufen und sein anderes Dorfzentrum könnte gleich richtig Schwierigkeiten kriegen. Es wurde repariert. Bisschen Begleitschutz ist da, aber da sind auch noch einige Bogenschützen mit dabei, die sich darum kümmern können. Direkt die Fackeln ausgepackt. Der versucht, die Ramböcke wieder klein zu kriegen. Und die Dorfbewohner damit auch wieder in Gefahr. 7 Stück sind es gerade. Sonst habe ich alle markiert. 6 Stück, 5 Stück. Es werden weniger. Und Waffenknechte versuchen jetzt wieder ihr Bestes. Es sind aber auch nur zu zweit. Und die Bogenschützen versuchen einfach nur, die Ramböcke zu beschützen. Mehr oder weniger. Laufen da jetzt dran vorbei. In der Zeit werden die Steinbauern mehr gebaut, da weitere Dorfbewohner einfach im Fokus. Das heißt, die Ramböcke werden einfach aufs Dorfzentrum geschickt und die Bogenschützen schnappen sich jeden Dorfbewohner, den sie irgendwie erreichen können. Die Gelehrten kriegen ebenfalls Ärger, jetzt geht's wieder mal auf die Ramböcke. Die Bogenschützen sind direkt wieder dran, ignorieren nach wie vor die Waffenknechte, nehmen mehr Kills an den Dorfbewohnern mit. Und die versuchen doch einfach nur diese Ramböcke kaputt zu kriegen, aber das ist auch eine riesen Herausforderung. Sieht das, die Ramböcke schlagen trotzdem das Dorfzentrum kaputt, hat noch die letzten 200 Hitpoints, jetzt noch die letzten 70 kommen, die Dorfbewohner alle gestorben, keine Reparatur möglich, von einem Dorfzentrum fällt komplett, geht komplett drauf das Ding. Das heißt, trotzdem nur zwei, trotz der Bemühungen hier besiegt. Das Ding ist noch nicht mal fertig. Das Dorfzentrum hat es noch nicht mal geschafft, fertig gebaut zu werden. Wird stattdessen auch noch weiter belagert. Also Lucifer ist hier drin und sorgt für sehr viel Chaos. Für Symptom läuft das Game nicht so ganz. Und er versucht sich mit diesen Waffenknechten zu stabilisieren. Und hofft natürlich, dass die Upgrades endlich auch mit reinkicken. Aber es sind schon herbe Verluste, die jetzt davon trägt. 38 zu 86 in den Dorfbewohnern. Er ist Militär jetzt höher, aber trotzdem, Problem ist wirtschaftlich, ist Lucifer halt gerade in einer ganz anderen Liga. Die Weltstätte hier ist auf Null, die hier unten ebenfalls. Bleibt also nur die oben, so mit Gold, was da reinkommt, das ist auch nicht so viel. Reliquien-Tennis, glaube ich, ein oder zwei wurden da geschnappt. Eine wurde geschnappt, bisher ist jetzt auch nicht die Welt. Es sind immer noch Einheiten, blaue Einheiten hier drin, wie man sieht. Ein paar Reste, nichts wirklich krasses. Die Rampe geht chillen hier auch noch rum. Oben kommen dann ein paar Ritter vorbei und dieses Dorfzentrum ist immer noch nicht fertig. Also wir sind da bei einem gegen zwei und Lucifer kann zu Hause machen, was er will, hat bereits selber die Ritterzeit erreicht, geht jetzt hier eben weitere Dorfbewohner an, als ob es nicht schon genug wehgetan hat. Symptom blutet hier nach und nach aus wirtschaftlich, 36 zu 92, also wir sind ein gutes Stück über doppelt so viele Dorfbewohner und das ist mega eklig für ihn. Man sieht das, Lucifer sammelt deutlich mehr Gold und massig mehr Nahrung. Kommen jetzt mehr Ressourcen rein. Lucifer eben auch jetzt im selben Zeitalter. Den Nachteil gibt es auch nicht mehr. Da schnappt sich auch sofort die Zusatz-Upgrades mit königliche Buginen und Sattelzwiesel. Bei Sattelzwiesel sogar aus einem Stall, wie man sieht. Königliche Buginen kann er nur aus dem Wahrzeichen der Forscher. Dazu bräuchte eigentlich die Imperialzeit.
Also das kriegt es so eh nicht hin, aber das Upgrade ist auch unterwegs. Seine Ritter werden nochmal stärker und schickt auch nochmal über die Karte. Wenn man hier die Problemeinheit kurz erledigt. Unten soll es eine Palisade geben, da ist ein Waffenknecht hier drin. Also ein bisschen Gegenschnack ist mal da für Symptom, aber er muss halt so viel Zeit, so viel Economy aufholen. Hat endlich mal das zweite Dorfzentrum jetzt wieder fertig. Und ich meine, es hat ihn genügend gekostet, das fertig zu kriegen und lang genug gedauert. Lucifer ist gleich dreistellig und Symptom ist bei 40 Dorfbewohnern. Da liegen schon ordentliche Welten immer noch dazwischen. Wenn man der versucht, das jetzt weiter einzunehmen, wobei ich hier die Rammböcke... Die können das blocken, oder? Blocken die das? Ja, sie reichen, um das zu blocken. Wir haben halt zählt Belagerungswaffen nicht für alles, was solche Berechnungen angeht. So, hier gibt es erstmal weitere tote Dorfbewohner. Als ob Simpson da nicht schon schlimm genug geht. Er wird weiter belagert, jetzt von den königlichen Rittern, Veteranenrittern. Und das königliche Blutigen-Upgrade kommt auch in 8 Sekunden. Das heißt, die Hitpoints schießen da gleich nochmal nach oben. Dann werden die Kollegen noch zäher, sind noch schwieriger kaputt zu kriegen. Und ja, die treiben sich hier in der Basis rum. Es sind 3 Reliquien gesichert worden. Ja, Upgrade ist drauf. Wie man sieht, 310 maximal HP. Und damit dauert es umso länger, diese Einheiten kaputt zu kriegen. Mehr Dorfbewohner werden verfolgt, mehr Dorfbewohner werden gejagt. 102 zu 33. Dreimal, mehr als dreimal so viele Dorfbewohner jetzt für Lucifer. Und kann Symptom da überhaupt noch groß was retten? Das ist wirtschaftlich halt dermaßen einseitig. Ich meine, ja, er überlebt gerade, aber halt wie? Ist wirklich der Punkt. Lucifer hat ein Vielfaches an Ressourcen und Symptom hat da auch keine Lust mehr. Und er gibt jetzt das 1-0 an Lucifer ab. Aber ich meine, ja, bei so einem Zustand... Da war das abzusehen. Selbst wenn er das länger geführt hätte, das wäre nichts geworden. Da haben wir das auch, wie Lucifer einfach seinem Gegner davon geflogen ist, buchstäblich. Und Dorfbewohner-technisch war es wirklich ein Elend. Halleluja. Selten so einen traurigen Dorfbewohner-Graf gesehen. Ich meine, das wäre nur noch größer geworden, hätte das Symptom weitergespielt. Ja, er hätte versucht aufzuholen, aber nach den Verlusten einfach, da war kein Sinn mehr für ihn da, das weiterzuspielen. Das Elend einfach früh beenden, versuchen den Kopf frei zu machen und das dann... in der nächsten Karte neu entgegennehmen. Darf Symptom jetzt die Karte aussuchen und mal sehen, wofür er sich entscheidet. Wir machen weiter auf Basin und haben für Lucifer das Delhi-Sultanat, für Symptom die Ruß am Start. Nach 1,15, die ersten 15 Gold ist jetzt noch nicht so üppig, aber mal sehen, was er noch sammeln kann. Ich glaube, die Karte ist aber eigentlich gar nicht so ertragreich, was Jagdgold angeht. Aber gut, werden wir sehen, was er zusammenkratzen kann. Hat auf jeden Fall einen Wolf gefunden, trotzdem... Nähert sich den 2 Minuten und noch keine 100, ist jetzt noch nicht so viel Versprechen für ihn, wenn wir ehrlich sind. Findet da jetzt aber nochmal Reh, also jetzt steigt das, jetzt wird das besser. Ja, das sind hier ebenfalls, also ja, hat nur ein bisschen gedauert, aber es kommt was in die Gänge. Tatsächlich nochmal ein Reh vorkommen, also er hat dann bei den Rehen doch solide Erfolge, würde ich behaupten. Lucifer redet hier nochmal ein Wörtchen mit und macht auch einige Kills tatsächlich. Will auch den Wolf hier noch angehen. So mit 195, jetzt nach knappen... 2,5 Minuten. Da sind aber nochmal Wölfe mit dabei. Also die 250 sind ihm sicher. Es geht Richtung 300. Das ist für Symptom ganz in Ordnung. Hat halt einfach ein bisschen gedauert, bis er in die Richtung kam. Hat jetzt momentan 200 Gold, wie man sieht, für eine Nahrung. Also er kann sein Wahrzeichen starten. Entscheidet sich erstmal dagegen. Baut nochmal den nächsten Dorfbewohner, bevor das anfängt. Und dann geht es in sein Wahrzeichen. Ja, dann noch die Wölfe zerlegen. Und dann sieht das etwas angenehmer aus. So, Jagdhütte da auch mit dabei, die produziert natürlich auch ein bisschen Gold, 29 in dem Fall. Wird noch ein bisschen mehr, sobald Stufe 2 erreicht wird. Wo führt er denn eigentlich die Wölfe hin? Okay, jetzt bringt er die Wölfe hier vorbei. Hatte mal kurz einen kleinen Umweg genutzt. Und dann die Jagdhütte wird er nochmal ein bisschen hochschrauben, aber nicht viel. Das sind ein paar Gold pro Minute, was sie mit dem Stufe 2 Bonus mehr erzeugt. Das ist jetzt nicht die Welt. Und hier, wie man sieht, der Glaubensdom für Delhi. Wer hätte es erwartet? Interessant weiß ich hier aber für Lucifer. Glaubensdom parallel mit Moschee mehr oder weniger. Das heißt, er hat vorher keine Upgrades hier mitgenommen, sondern hat sich dann mehr auf seine Wirtschaft fokussiert, dass das läuft. Hat da die Ressourcen da reingesteckt mit Häusern und, wie man sieht, Holzfällerlager, Mühle mit dabei. Gold eben auch gesammelt. Gott, das Bergarbeiterlager versinkt ja fast im Berg hier, in diese schiefen Ebene. Das ist ja halb abgesoffen da drin. Also da wirklich Age of Empires ein bisschen Schwierigkeiten, aber AoE4 mit... einfach Dinge an der schiefen Ebene. Aber gut, das ist in der Physik auch so. Das ist einfach furchtbar, Sachen zu berechnen an der schiefen Ebene. So, Glaubenssumme ist ready. Los kann es gehen mit den Upgrades. Heiligkeit natürlich jetzt vor der effizienten Produktion. Und mehr Gelehrte dann auch im Plan. Mehr dessen zieht Symptom mit. Beide auch im gleichen Zeitalter. Das Bergarbeiterlager möchte ich auch noch erforschen. Aber das wird dauern. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht Symptom mit seinem Start? Was macht er mit seinen ersten paar Adeln? Hat er auch schon verwendet. Und bin mir gerade nicht sicher, wofür.
Weil er hat jetzt von nichts mega viel. Also er ging nicht auf Steine, um ein Dorfzentrum zu setzen. Sondern... Hat er irgendwas verkauft oder irgendwas gekauft? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, Ressourcen wurden gehandelt. Und hier geht es nochmal weiter, wie man sieht. Dorfbewohner, okay. Das ist natürlich die andere Art und Weise, wie man versuchen kann, Delhi zu nerven, indem man sagt, ich blockiere einfach die geweihte Stätte. Und die Rußmauern sind da was sehr Starkes. Die Rußpalisaden natürlich mit doppelten HP. 3000 statt der üblichen 1500. Da geht schon deutlich mehr. Allerdings ist ein Reiter mit dabei, der da versucht, auch noch das zu stoppen. Der Speer ebenfalls steht da drin, versucht eine Lücke zu lassen in der Palisade. Das ist gerade der Gedanke, das ist der Plan. Und der Speer wird aber gerade mit einem 3 gegen 1 Kampf konfrontiert, den er nicht schaffen kann. Der Dorfbewohner wird aber weiterverfolgt. Somit, Palisade bleibt erstmal offen. Trotz der Bemühungen hier von Symptom. Ich meine, es gibt eine geweihte Stätte, die kann er effektiv nicht blocken. Das ist die, die Blusifon ist. Dafür gibt es eine, die sollte er auf jeden Fall blocken. Das ist die, die Bane nebenan ist. Das ist einfach auf der Karte so. Und die in der Mitte möchte er einfach über seine Palisade blocken. Aber wie man sieht, Palisadenplan bisher nicht so erfolgreich. Wir haben mehr Reiter, beziehungsweise da kommt ein bisschen früher Ritter mit dazu. Also kann vielleicht auch noch was werden. Dorfbewohner wurde aber erschlagen. Neuer Dorfbewohner muss rauslaufen dafür. Für die ganze Geschichte. Wie lange braucht Lucifer noch bis zu dem Upgrade? Noch 30 Sekunden. Wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil meistens schickt man seine Gelehrten dann vorher raus. Aus der Moschee. Die sind dann schon unterwegs und lässt das Upgrade einfach nochmal ein bisschen auf langsam ticken. Aber da verliert man dann natürlich nochmal ein paar Sekunden dabei. Aber Lucifer hat hier auf jeden Fall vor, da ein bisschen Kontra zu geben. Das nicht einfach zuzulassen, dass das Ding weggesperrt wird. Jagt nämlich hier wieder den Dorfbund. Wo sind die Ritter hin? Es waren ja echt frühe Ritter da. Der läuft an allem vorbei, der läuft hier mit drauf und der Dorfbewohner wird erstmal gesichert. Aber muss natürlich jetzt komplett zurück, das heißt, die Palisade wird nicht weitergebaut. Der Ritter hingegen versucht es eben mit einem Gegenangriff. Und tatsächlich, Lucifer, nee, er behält die Gelehrten drin und forscht einfach weiter, schickt zusätzliche Gelehrten auf die geweihten Städte. Also da ein ganz anderer Ansatz. Will da nicht zu greedy sein, wobei hier kriegt er trotzdem Schwierigkeiten, die Ritter hat noch kein Hitpoint-Upgrade. Und der frühe Ritter... ist ein Problem. Die Dorfbewohner werfen sich in den Weg und wollen das stoppen. Das ist süß, netter Gedanke, aber es reicht nicht. Der Ritter schafft trotzdem den Kill. Damit verliert man einen Gelehrten. Währenddessen in der Mitte wird auch noch drum gekämpft und da ist es ein Ritter gegen... Oh, der ist gebodyblockt. Nee, der ist nicht ganz gebodyblockt. Oh, die haben nicht ganz den Winkel so gemacht. Es war aber knapp. Der Ritter kommt erstmal nochmal raus. Fast festgesessen an der geweihten Stelle. Die Speer, die machen hier nicht viel. Bogenschützen sind auch mit dabei. Und Lucifer muss eben jetzt selber gucken, wie kommt er an das Gold, an die geweihten Stätten? Was kann er dafür tun? Schmiede mit dabei bei Symptom. Handeltechnisch, er nutzt weiterhin seine Handel, also er verwendet die. Oder muss ich im richtigen Spieler sein, dass mir das angeht? Nee, passt, es ist auf Null. Es ist auf Null, also er handelt. Er nutzt seine Ressourcen direkt, versucht einfach natürlich... Und wenn Sachen nicht ganz gut ausgeglichen sind, kann man das mit dem Handel ziemlich easy zurechtrücken. Also man gerade sieht, okay, ich bräuchte jetzt mehr Nahrung, ich habe zu viel Holz... Oder generell, wenn ich was brauche oder wenn ich was nicht brauche, kaufen, verkaufen und relativ gute Kurs. Der sich natürlich auch nicht ändert, dafür halt ist man zeitlich eingeschränkt. So, geweihte Stätte 1, aber das ist wie gesagt die sollte Lucifer auf jeden Fall kriegen. Die ist direkt nebenan und schickt weiter einzelne Gelehrte raus. Also er will trotzdem sich um seine Upgrades kümmern. Ihr seht auch, bei ihm ist es Doppelschmiede. Doppelschmieden-Upgrades. Dafür kommt aber nicht an die Mitte gerade ran. Da sammelt sich stattdessen hier die Bogenschützen von Symptom. Es sind einige. Es sind wirklich einige. Hinten ein Ritter nur unterwegs und die Armee von Symptom sammelt sich weiterhin. Da kommt bei Lucifer doch Textilien, bisschen erprobt Upgrade für die Speerkämpfer, TP-Upgrade für die Gelehrten, Sicht-Upgrade für die Gelehrten und dann eben seine Schmiede-Upgrades. Also es wird mehr und mehr und mehr. Palisade wird tatsächlich fertiggestellt. Einzig ein Abschnitt fehlt noch, da sieht man eben, wo noch der gelbe Grundriss ist. Da ist das Ding noch nicht solide gebaut, dass es Einheiten blockiert. Der Ritter wird weiter verfolgt. Und hier soll es eine Palisade geben, dass man in Ruhe an die Bärensteuer ran kann. Und natürlich auch an die Goldart. Das wird einfach komplett eingebaut. Und Sifon bereits hat sich entschieden, ich hätte hier gerne meinen Frieden. Ich will hier nicht gestört werden, wenn ich da hinten arbeite. Hat auch das Ding eingezäunt. Also das nicht gleich alles versucht, in einem Gebiet abzuschließen. Also sich weiterzuhangeln mit Mauer zu Mauer. Bis an den Kartenrand. Aber es ist ihm eventuell einfach ein bisschen zu viel, zu greedy. Das Gefühl, dass das dann nichts wird. Somit setzt er die Mauern etwas kleiner. Schickt aber auch hier Dorfbewohner raus, also er geht dann mehr nach vorne. Hier der Ritter gegen den Speerkämpfer muss aufpassen, 3 HP, der wird es nicht überleben. Und der Speer ist selbes Thema, also der kann noch weglaufen immerhin. Bogenschützen sammeln sich hier. Wo sind die Dorfbewohner hin unterwegs? Das sind nicht die Dorfbewohner, da sind die Dorfbewohner. Okay, auch nur zum nächsten Bärensträuchern. Und da sind die Reiter von Lucifer, schleichen sich hier durch.
Wollen den Gegner mal besuchen, aber da ist eine Palisade im Weg. An verschiedensten Stellen. Symptom hat seine Basis soweit teilweise eingezäunt. Tatsächlich. Lucifer kommt genau an der Flanke vorbei, wo noch kein Zaun steht. Das ist natürlich ärgerlich. Hier ist noch offen. Hier könnte man noch hier was reinsetzen und dann hier eben zum Kartenrand, um das komplett abzuschließen. Dann hat man hier auch drei Goldarten. Also es ist flächentechnisch gar kein schlechtes Gebiet. Reliquie auch mit dabei, also da geht schon was. Die Reiter sagen jetzt hier mal Hallo, aber gleiche Geschichte hier. Die Bogenschützen sagen mal Hallo und Symptom kann endlich mal auch mehrere Dorfbewohner von Lucifer snipen. Das ist ein schönes Gefühl, nachdem die letzte Map in der Hinsicht so katastrophal gelaufen ist. Muss sich aber auch selber wieder um seine eigenen Dorfbewohner kümmern. Die ein bisschen babysitten, hat aber die hölzerne Festung und das Dorfzentrum und blockiert damit diesen ganzen Angriff. Also das Game sieht deutlich besser aus, gerade noch für Symptom. Mit dem Militär, das er hat. Mit dessen, was treibt Lucifer? Er schnappt sich einfach noch mehr Upgrades. Gelehrte technisch gibt es auch immer noch ein paar mehr. Die Reiter mal sehen, schließen die sich mit der restlichen Armee zusammen oder versuchen die nochmal weitere eigene Aktionen. Ich meine, hier wird noch Nahrung gesammelt am Wildschwein. Wir sind bei 400 Gold, das Symptom jetzt genannt. Ist nicht ohne. Und ja, steht hier immer noch vorne. Versucht selber, okay, er versucht selber jetzt mit Ramböcken Druck zu machen. Er will voll angreifen. Er hat ja schon zwei geweihte Städten quasi unter seiner Kontrolle. Und pusht jetzt zur dritten, zum verbleibenden, die noch Lucifer gehört. Lucifer hingegen hat einige Einheiten auch gebaut, wie man sieht. Viele Reiter, einige Speerkämpfer. Die Gelehrten dann mit dabei für Heilung und versucht damit diesen Push gleich aufzuhalten. Dorfbewohner sind auch in der Gegend, um eventuell Fackeln zu zünden. Aber es ist Symptom, der jetzt hier offensiv wird, der damals sein Glück versucht. Also immerhin schön zu sehen, dass nach der ersten Karte er sich sagt, nee, ich kann durchaus auch selber der Aggressor sein. Muss da nicht ständig das Verteidigungsspielchen spielen. Und setzt jetzt eben einmal an. Weitere Rambau wird gleich fertig, hat auch gleich genügend Holz für den nächsten, wenn er einen ansetzen möchte. Bogenschützen fangen an zu kiten. Es sind viele Reiter da. Die Gelehrten stehen hinten, sechs Stück. Es sind viele Gelehrten mit dabei. Und jetzt geht's einmal in die Schlacht. Es ist nicht so viel Frontlinie damit dabei für Symptom, wie man sieht. Speerkämpfer fallen sehr, sehr schnell auseinander. Und jetzt die Gelehrten sind noch mittendrin. Sechs Stück, um hier zu heilen. Bogenschützen schießen auch mit bei Lucifer. Und er hält jetzt hier einfach voll drauf. Die Ramböcke werden erstmal gekonnt, ignoriert von beiden Seiten. Ein früher Ritter ist mit am Start, aber der ist zu wenig, um das alles zu stoppen. Und tatsächlich für Symptom, der Kampf, der geht schief. Hat nicht genügend vorne, um die Reiter zu stoppen, wie man sieht. Die Reiter kleben jetzt an seinen Bogenschützen dran. Und die versuchen zu kiten, aber indessen kommen natürlich die feindlichen Bogenschützen auch näher. Da kommen neue Speerkämpfer immer dazu, um die Reiter in den Griff zu kriegen. Aber die Bogenschützen von Lucifer sind bereits dran, sich darum zu kümmern. Ein bisschen Heilung ist mit dabei von den Gelehrten. Und wie man sieht, die Armee von Symptom wird dann nach und nach aufgerieben. Das ist nicht so schön für ihn. Da hat er sich mehr erhofft von diesem Putsch. Was man seine Rambürger in der Zwischenzeit. Wo sind die hin? Okay, die fahren hier nach hinten. Die sind irgendwohin unterwegs und Lucifer pusht einfach wirklich mehr. Er wird dann irgendwann von der Palisade. Ne, er wird nicht von der Palisade aufgehalten. Ich glaube, der Wald ist hier durchlässig. Aber er legt es nicht drauf an. Stattdessen kann er jetzt nochmal seine ganze Truppe hochheilen, wie man sieht. Er hat da noch einiges, was er an Heilung machen kann. Und natürlich auch geweihte Städten dann einnehmen. Und zudem hier das Wildschwein auch noch blocken. Das kann er auch noch tun. Da liegen noch 800 Nahrung. Und mit der Heilung von den Gelehrten. Ah, ne, das ist zu wenig gerade gewesen. Jetzt in der Festung schießt noch ein paar Einheiten aus dem Leben. Und die Gelehrten waren da nicht aktiv genug, um Einheiten da gesund zu halten. Wie man sieht, teilen sich ein bisschen gegenseitig. Aber ja, der Wolli ist nicht genug von der hölzernen Festung. Die Dorfwohner kommen sie mal raus, müssen die hölzerne Festung zu reparieren. Jetzt kommen die eigenen Truppen auch mit an. Es gibt also noch eine Schlacht. Hölzerne Festung hilft. Ist gute Feuerunterstützung. Nochmal ein Gelehrter kommt hier angelaufen. Wir sind jetzt bei 8 Gelehrten. 9 Reiter und 14 Bogenschützen, 9 Speerkämpfer. Also sehr, sehr viel Heilung für die Armee von Lucifer. Um alles hier in bester Kondition zu halten. Die Bogenschützen kriegen wieder mal Ärger mit den Reitern. Es sind immer noch so viele Reiter mit dabei. Nach wie vor Kampf für Symptom funktioniert nicht ganz. Er hat ein weiteres Mal in seine Basis zurückgepusht und zieht jetzt auch die Dorfbewohner schon zurück. Weil er merkt, okay, der Wald ist eben durchlässig. Der ist keine solide Mauer mehr, um den Gegner aufzuhalten. Das heißt, die eigenen Palisaden bringen nicht viel. Und Lucifer pusht jetzt auch einfach mal rein. Jagt währenddessen auch noch hier ein paar verbleibende Dorfbewohner. Das waren die, die das Wildschwein gesammelt haben. Und zieht sich dann aber doch wieder zurück. Weil Lucifer muss es eigentlich nicht so drauf anlegen. Für ihn eigentlich eher der Fokus, sich die geweihten Städten jetzt wieder zu schnappen. Könnte jetzt ja schon mal einen guten Treffer landen, denn er hat die Nahrungsquelle hier ausgeschaltet. Man hat halt immer noch so viel Militär und kann gleich nochmal einiges hochheilen. Das ist nämlich immer einiges angeschlagen, gerade bei den Reitern. Und die haben gut was an Hitpoints, also da kommt die Heilung auch wirklich sehr gelegen. 125 HP, das wieder aufzufüllen, ist gut was wert. Und die Gelehrten machen einen guten Job. Lucifer jetzt auch mit genügend Ressourcen, um auf die Ritterzeit zu gehen. Komplexes Verteidiges ist das, glaube ich. Ja, Komplexes Verteidiges ist unterwegs. Hat auch eben hinten seine kleine Insel hier eingezäunt, die Bärenstreue fast weggesammelt, da kann er sich noch das Gold schnappen und eben in der Mitte, geweihte Stätte soll geöffnet werden, dass man da endlich durchkommt und das einnehmen kann, weil das Passivgold für Lucifer ist bisher nicht so schick gewesen, aber er hat einfach viel über ja, Bogenschützen und Reiter gemanagt, er hat nicht so viel Gold gebraucht, war nicht so stark darauf angewiesen
und konnte trotzdem den Kampf für sich entscheiden, die ersten beiden. Symptom sammelt die nächste Armee, musste immer mit dem Wald zur anderen Seite wechseln. Ressourcentechnisch hinkt er da natürlich hinterher. Ritterzeit ist für ihn gerade nicht denkbar. Lucifer kommt aber gleich an in der Ritterzeit und das ist natürlich kein gutes Signal für... Ja, es ist kein gutes Signal für Symptom, aber dass es so heftig ist, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Kriegt die Meldung, ist in der Ritterzeit und Prompt sagt, nee, okay, GG, das war's. Sieht für sich da keine Chance mehr, das Game zu retten. Also Lucifer erhöht die Führung. Ja, da sieht man schön der Kampf, der für Symptom schief gelaufen ist. Und ab da ging das Game für ihn dann abwärts. Doch von Nintendo hat er gegen Ende erst was verloren, aber... Ja, das waren die beiden Kämpfe, es waren wirklich zwei. Und ab da sah es schlecht für ihn aus. Also Lucifer einfach... Mit guten Kämpfen, mit guten Fights kann man auch einiges reißen. Macht dann eine weitere relativ kurze Karte und eben Matchball jetzt schon. Und die nächste Karte, das ist Cauldron. Lucifer mit den Engländern und auf der anderen Seite Symptom mit dem Heiligen Römischen Reich. HRR mal wieder am Start und Engländer auch mal wieder mit dabei. Die hatten wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr und sofort wird rausgewandert. Für den ersten Hafen. Bisschen Fisch muss man sich überbauen auf der Map. Aber es ist noch einiges da. Küstenfische mal... Sind das 16 oder so? Kann ich das auf der anderen Seite machen? Also quasi von Symptoms Position aus? Nee. Ich kann es so einzeln markieren. Das heißt, wir hatten 7, 8, 9, 10, 12. Und da wäre, glaube ich, noch ein oder zwei gewesen. Also so 14, 15 Nahrungsvorkommen mal 500. Ist auf jeden Fall einiges da. Hafen ist fertig. Es wird ein bisschen rumgekämpft. Und Lucifer muss natürlich jetzt gucken, dass er das Ding geschützt bekommt. Was gar nicht mal so einfach ist. Was ich auf der Karte ja schon gesehen habe, ist mit Deli, weil die Deli-Fischerboote können ja zumindest selber angreifen. Das hilft. Wenn das ein Symptom natürlich eigentlich als Heiliges Römisches Reich eher auf sich selber fokussiert und auf seine eigene Wirtschaft. Gott, bis die Speer im Dorf ohne klein kriegen, dauert wirklich mehr als Jahre. Das ist wirklich ein Elend. Man sieht, die Speer inzwischen kriegen selber Schwierigkeiten. Jetzt kommen da nochmal... Weitere Dorfbewohner, die haben zwar einen Bogen, aber das sind einfach Engländer Dorfbewohner, die haben die Möglichkeit. Und die Speer von Symptom fallen da gerade ein bisschen auseinander. Pumpt mehr Speer, er will es mit Speeren managen, diesen Kampf. Er hat zumindest sehr viel da rein investiert, versucht hinten auch einen Außenposten zu setzen. Da kann er dann die Speer reinfüllen, also er versucht früh um diesen Hafen zu kämpfen. Hat dabei auch einen Satz Fische, glaube ich, überbaut, das ist richtig in Ordnung gehabt. Er versucht das Ding fertig zu kriegen, drei Dorfbewohner, also der Außenposten wird wahrscheinlich fertig werden. Und blockiert damit schon einiges an Arbeitsfläche von diesen Fischerbooten. Dann noch einen zweiten auf der anderen Seite. Dann hat man das Ding eigentlich eingebaut. Klar, man kann auch keine Schießscharten reinbauen. Aber man hat natürlich trotzdem die Option, Einheiten einzuquartieren. Kosten für Symptom sind natürlich Dorfbewohner. Er schickt hier Dorfbewohner raus. Und ja, bei 12 Stück. Hier sind es 4. Er schickt ein Drittel seiner momentanen Wirtschaftsleistung raus, um diese Außenposten zu bauen. Die arbeiten natürlich nicht. Er fährt einen weiteren Späher. Also er fährt auch einige Verluste dabei ein. Bin mir nicht sicher, wie effektiv der Spaß hier ist, den er da betreibt. Ja, er kann dann die Fischerboote blocken. Es sind zu diesem Zeitpunkt 4 Stück, mit dem 5. gleich noch unterwegs. Oh, nein, der Dorfmann wird nicht gesniped. Es ist aber knapp. Der hat die letzten 3 HP. Gerade so, dass der noch lebt. Und dann ist eben die Frage, wie viel können diese Außenposten tatsächlich machen? Natürlich, es ist noch ein bisschen Heilung auch mit dabei, in den Fischerbooten. Die können das, glaube ich, gerade so am Rand. Also man bräuchte noch einen dritten Außenposten, weil er den hier reingesetzt hat. Den hier irgendwo hingesetzt hat, er das ganze Wasser quasi schon blockiert. Somit gibt es da noch ein bisschen Limitationen. Also das Lucifer kann noch ein bisschen weiter sammeln. Ja, das sind hier mehr Dorfbewohner werden davon. Also beide Seiten investieren so viele frühe Dorfbewohner in die ganze Geschichte. Da wird noch ein Dorfbewohner vom Speer zerlegt. Okay, was ist denn das für eine Karte? Colton auf jeden Fall etwas spezieller, wie man gerade merkt. Vom Grundaufbau. Gibt etwas eigenwillige Positionen ab, weil wie man sieht, die 4 Dorfbewohner chillen hier halt auch immer noch in den Außenposten. Das heißt, ressourcentechnisch passiert zu Hause wenig. 16 zu 18 in der Wirtschaft, wobei bei Lucifer natürlich die Fischerboote auch mit dazu zählen. Also, alles nicht sein. Okay, Konterhafen. Okay, gut. Ein bisschen, nee, das ist ein weiterer eigener Hafen. Entschuldigung. Falsch auf dem Schirm gehabt. Irgendwie gedacht gerade der Hafen. Aber trotzdem, warum zweiten Hafen hier? Er ist ja trotzdem in Reichweite. Da kommt der Konterhafen. Bitte, was? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, er hat damit einen besseren Hafen zum Abgeben. Kann damit, wie man sieht, noch ein bisschen in Frieden abgeben. Aber ist es das wirklich wert? Lohnt sich das? Das ist die Frage, die sich mir hier stellt. Am Ende pumpen sie schon ziemlich viel Holz rein in die ganze Geschichte. Die Außenposten kosten Holz, die Häfen kosten Holz, die Fischerboote kosten einiges. Ich meine, es werden damit keine weiteren gebaut. Auf der Seite von Lucifer. Bei Symptom bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich schätze mal, der wird eher dann einmal ein Bogenschützenschiff bauen.
wenn er die Möglichkeit dazu hat, weil er ist ja mit seinem Wahrzeichen unterwegs, seine Ahnenkapelle kommt. Und dann pendelt sich das Game mal wieder ein bisschen mehr ein, aber das ist wirklich ein verrückter Start hier von den beiden. Mit der Feuerzeit geht er nochmal ein bisschen mehr auf. Dann kann die Fläche blockiert und er könnte dann selber anfangen zu sammeln, ne? Weil er hat ja die Außenposten. Dann noch Schießscharten rein und dann läuft das für Symptom. Also die Option ist, dass man sieht, Lucifer kann jetzt erst anfangen mit seinem eigenen Wahrzeichen. Und bei ihm ist es der Klassiker, die Ratshalle ist unterwegs. Erster Hafen ist niedergebrannt, da gibt es einen eigenen Außenposten als Konto. Da kriegen wir die ersten Schießscharten. Der Außenposten unten soll nochmal irgendwie verhindert werden, aber ist schwierig. Es sind viele Dorfbewohner mit dabei. 7 Stück bei Lucifer. Und das ist bei ihm auch. Halleluja. Hat 24 in der Wirtschaft, schickt 7 Dorfbewohner einfach raus, um Außenposten aufzustellen. Die beiden kennen da gerade nichts, also denen ist das Wasser so, so wichtig. Zu diesem Zeitpunkt, wie lustig wäre es, wenn jemand einfach anfängt, Gebäude auf die Fischquent aufzusetzen und dann die Gebäude zu canceln. Sei einfach so von wegen, nee, du kriegst die Fische nicht, das kannst du voll vergessen. Und wenn man das Gebäude cancelt, kriegt man die Ressourcen wieder. Also es würde sogar zu gewissen Maße funktionieren. Hier sind jetzt eben Galerie in Position, um Fischerboote zu versenken. Man kann noch ein bisschen das einquartieren, man kann noch ein bisschen reparieren, aber insgesamt sind die Fischerboote ziemlich dem Untergang geweiht. Außer er fängt hier an, selber eine Galerie zu bauen, aber gegen den Außenposten hier ist das nicht so einfach. Außenposten hier befüllt mit den Speeren. Ja, Netz aus Burgen ist da, aber süß, hilft in dem Fall nicht. Ein paar weitere Steine werden gesammelt und ja, das Game verlagert jetzt doch wieder etwas mehr auf Land, nachdem, was auch immer das hier gerade war, in diesen ersten 8 Minuten, dieses Early Game mit mein Hafen, dein Hafen, mein Außenposten, dein Außenposten. Und wen kümmert's, wenn ein Drittel unserer Wirtschaft einfach durch die Gegend wandert auf der Karte? Ist ja uns egal. Da nochmal Außenposten. Kann natürlich sich trotzdem mit der Galerie rumschlagen. Und sie von jetzt selber in der Feudalzeit. Also er kann seine Außenposten auch noch upgraden, sammelt weiter Holz. Sammelt selber Steine. Und das sind erstmal Steine, denke ich, für den Außenposten direkt. Ja, für Schießscharten, dass die Fischerboote nicht wieder ein bisschen mehr arbeiten können. Weil die Galerie, wobei die Galerie kommt immer noch recht gut ran, muss man hier sagen. Und Fischerboot. Das wurde gerade versenkt, das wurde nicht eingeladen. Wo fahren die denn hin? Ach nee, die müssen nicht hinfahren fürs Einladen. Das ist der Einladespot anscheinend vom Hafen. Wenn das nicht Speer brennen, den Hafen nieder. Also, das wird nicht funktionieren für Lucifer, das kann er nicht halten. Währenddessen ist da ein Reiter unterwegs und der jagt die Speer gerade vor sich her. Also, Symptom hat einen bisschen besseren Start, würde ich fast sagen. Wir sind bei 28 zu 27, aber Symptom hat die Aachener Kapelle und natürlich kann er gleich zweimal Wirtschaft rausnehmen bei Lucifer. Könnte dann, wie gesagt, auch selber anfangen, hier noch ein bisschen Nahrung zu sammeln. Wobei, da ist der Außenposten noch teilweise im Weg. Also einfach wird es nicht. Aber ich habe halt alles versenkt, was da noch so rumstand. 26 zu 28 ist also das Endergebnis von diesem. Okay, dann wieder mal der Wasserbug ist mit dabei. Dass irgendwie im Wasser die roten Sachen oder generell die Sachen irgendwie nach unten projiziert werden. Der hat sich nicht gelöst, auch auf höheren Grafikeinstellungen nicht. Das ist anscheinend einfach ein Problem von AOE selbst. Und wie man hier sieht, Dorfbewohner wollen mal rauswandern. Die haben ein Ziel. Die wollen hier irgendwo Ressourcen sammeln. Aber wollen gar nicht so weit für das zweite Dorfzentrum, sondern einfach der Eingang. Da ist ein Wald, da ist eine Steinquelle, da ist der Handelsposten, da ist ein Speer im Weg. Und kann er den surrounden? Ich bin mir nicht sicher, ob das geplant war. Was ist los mit diesem Ding? Der Wolf kam jetzt. Der Wolf hat jetzt einmal den Kreis ums Dorfzentrum gedreht und ist jetzt wieder da, um mitzumischen. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ich meine, Age of Empires sind wieder für ein paar Banalitäten gut. Was man schon sagen ist, man sieht immer wieder Dinge, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass man sie sieht. Wir haben jetzt Langbogenschützen und Speerkämpfer mit vorne dabei. Wieder mal ein Wolf, der im Weg umgeht, der dann weggeschossen wird und hier noch einen Außenposten vor dem Dorfzentrum, um das ein bisschen besser abzusichern. Währenddessen, hier wird ebenfalls rausgewandert. Wie man sieht, Außenposten hier hinstellen und zwar am anderen Wildschwein. Oder generell am Wildschwein, das eine ist ja hier hinten. Der Außenposten wird erstmal nichts. Langbogenschützen kümmern sich drum. Die Reiter wollen mitmischen, aber es sind Speerkämpfer mit am Start und ist das sein Ernst? Was genau hat. Nee, er will den einblocken, weil der kommt dann hier nicht mehr runter, der Speer. Ja, es ist ein banales Game. Ich meine, es hat schon banal gestartet und warum nicht? Also jetzt, dann kann man auch voll durchdrehen. Wenn, dann macht man das zu 150% und nicht zu 100. So, kommt er nochmal durch, ist die Frage. Natürlich kommt er nochmal durch, bevor die Falle ist. Aha. Dieses Spiel raubt einem Gehirnzellen.
Der macht das halt echt nochmal. Problem ist, er kriegt das wieder nicht. Doch, er lockt den Speer gerade weg, weil er auf Outdoor-Tech ist und geht jetzt nochmal ran, um die Palisade zu bauen. Nee, ich tue da nicht. Oh mein Gott. Warum? Warum sich die Mühe geben, wenn man dann eh nichts draus macht? Ich meine, er hat jetzt die eine Palisade gecancelt. Nee, hat er nicht. Da steht noch ein Pfahl rum. Ja, nee, der steht einfach so. Ein Palisade ist trotzdem gecancelt. Der hat es zwar dick gebaut, als der Speer schon durch. Das ist. Ja, sag ja. Da verliert man Gehirnzellen beim Zusehen. Das ist manchmal echt spannend. Währenddessen, das ist hingegen ziemlich smart. Das Wildschwein macht relativ gut Schaden. Und man möchte nicht mit ein paar wenigen Dorfbewohnern da welche opfern. Das heißt, man ballert einfach mit dem Außenposten voll auf das Wildschwein und kriegt das dann irgendwann so kaputt. Der Speer muss aber noch ein bisschen aufpassen. Weil das Wildschwein, wie gesagt, es macht sehr viel Schaden. Das muss man respektieren. Wildschweinschaden ist eklig. Und es hält auch sehr viel aus, hat sehr viel Rüstung. Und wird jetzt dann... Oh Gott, der Speer stirbt noch, ne? Stirbt am Wildschwein. 14 Hitpoints. Ne, Wildschwein ist down. Und der Speer schafft das dann auch nicht. Wer dessen? Was ging hier unten ab? Außenposten lebt noch. Reiter laufen dran vorbei. Speerkämpfer sind in der Gegend. Ansonsten hier verstärkt der Außenposten zweimal. Und die Speerkämpfer laufen dann auf freundliche Weise dran durch. Und das Wildschwein hier kann jetzt endlich gesammelt werden. Also das war der Plan. Und hat auch natürlich jetzt eine Absicherung mit dem Außenposten hier. Ja, das ist ein Symptom auch hier. Sammelt den Wald langsam weg. Hat er die Steine eben noch nebenan. Kann eben mehr Dorfbewohner auch produzieren. Wir sind immer noch in der Feudalzeit jetzt nach 13 Minuten. Meine Ressourcen, denn ich ist auch nicht so viel vorhanden, dass das sich so schnell ändert. Was wir kriegen, ist von Lucifron die Belagerungsfachkenntnis. Das heißt, er könnte Rammböcke ansetzen. Und hat hier ein weiteres Dorfzentrum ebenfalls mit eingestellt. Hat sich da ein bisschen mehr in diesen Kelch runtergearbeitet. Ein Speerkämpfer alleine gegen zu viele Reiter. Und hier laufen die Einheiten nochmal durch. Aber da ist der Außenposten im Weg. Und der hat genügend Platz für alle Dorfbewohner. Ah, da hilft der Rambock. Muss aber erstmal noch fertiggestellt werden. Man könnte auch theoretisch wieder das Wasser in der Mitte clearen mit dem Rambock. Weil die Außenposten sind nicht stark genug. Dafür kommen hier die ersten frühen Waffenknechte vorbei. Und versuchen da ebenfalls für Stress zu sorgen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es ist immer was los. Die Waffenknechte können auch mit aushelfen, diesen Außenposten einmal einzureißen. Währenddessen hier eiert dann der Rambock voran. Und hier soll es auch ein weiteres Dorfzentrum geben. Das ist ja ziemlich greedy von Symptom. Was er da vorhat. Vor allem, ja, da kommt halt gleich das Abrisskommando vorbei. Das fühlt sich dann nicht so gut an. Währenddessen hier den Außenposten bekommt er. Kostet ihn vielleicht hier unter ein paar Einheiten. Aber ja, das ist halt jetzt schon, ja, cancelt auch das Dorfzentrum. Man denkt, das wird hier nichts, wenn da ein Rambock angefahren kommt. Das kann er voll vergessen. Das sind vergebene Ressourcen. Und das versucht hier aufzubauen. Und stattdessen, was hatte ich hier genau? Okay, er will durchlaufen, dann die Palisade, um die Dorfbewohner zu schützen. Sehe ich das richtig? Also, was Symptom und mit seinen Palisaden hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Hat irgendwie erwartet, dass er da irgendwie einen Fluchtweg hat? Weil, nee. Flitter alle Dorfbewohner. Palisade kann er auch noch canceln. Und vom Wildschwein hat er wie viel gesammelt? Die ersten 300 Nahrung, also gar nicht mal so viel. Und hier letzter Versuch vom Dorfzentrum. Das ist auch noch ziemlich nah dran am Rambock. Und Lucifron sieht das auch gleich und hat damit sofort sein nächstes Ziel gefunden. Und Symptom cancelt das Ding weiteres. Und muss noch weiter zurückwandern. Also er will unbedingt ein drittes Dorfzentrum, aber kommt bisher nicht so ganz dazu. Dank Lucifrons Bemühungen, der sich währenddessen durch die Mitte weiter durcharbeiten möchte, baut den Außenposten wieder auf und möchte dann hier als nächstes diese Außenposten angehen. Könnte den weiteren Rambock dann versuchen, hat auch hier, wie man sieht, die Reiter zu schlagen. Weil da bei Dorfbewohner technisch auch ein bisschen was... Ne, die wurden alle nach vorne geschickt. 10 Stück sind noch da, also ist nicht... Gab keine größeren Verluste. 51 zu 42 sind wieder insgesamt. Symptom liegt da also hinten. Währenddessen hier der Trupp, ja, könnte sich jetzt einfach mit dem ganzen Zeug hier auch verbünden. Die Galeere ist noch ein bisschen im Weg. Währenddessen hier der Rest wird abgeräumt von ein paar Speerkämpfern. Das Thema erstmal erledigt. Schmiede hier vorne mit dabei und verstärkte Außenposten jetzt am Start. Symptom hat noch nicht genügend Nahrung, um da irgendwie in die Ritterzeit zu kommen. Gold wäre recht nah dran, aber pumpt einfach noch einiges in Einheiten. Trifft hier auf diese Bogenschützen mit Speerkämpfern. Der Rambock klopft währenddessen auf die Schmiede drauf. Also macht wieder mal so sein Ding. Und hier aber Waffenknechte jetzt im Weg. Und die Waffenknechte sind etwas zäh. Lucifron aber jetzt mit sehr viel Feuerpower durch die Langbogenschützen. Und kann sich durchkiten, denke ich, mit einem Volley nach dem anderen. Braucht ein bisschen, aber kriegt das hin. Ja, die Waffenknechte werden auseinandergenommen. Sind nicht stark genug für so einen Kampf. Das sind zu wenige. Werden da aufgerieben und die Bogenschützen halten sich hier und Notfallreparatur hält die Schmiede am Leben. Trotzdem weiter Druck für Symptom. Hier hinten gibt es einfach Konterfeuer mit dem Außenposten. Die Galerie wandert da noch ein bisschen hin und her, aber kann nicht viel tun. Ansonsten, das ist nur die abgebrochenen Versuche von allem Möglichen. Hier geht es jetzt weiter Richtung Haus. Notfallreparatur ist noch auf Cooldown für 30 Sekunden. Also das Haus wird es wahrscheinlich nicht schaffen.
Trotzdem bei Lucy von zu Hause. Ein paar Felder werden jetzt angelegt oder wurden angelegt. Er sammelt wieder ein paar Steine auch. Symptom hat selber 600 Steine auf Vorrat. Und muss aber jetzt das erstmal irgendwie in den Griff kriegen. Dann geht's auf das nächste aus. Notfallreparatur sollte in Kürze wieder verfügbar sein. Aber auch nicht rechtzeitig. 10 Sekunden noch. Ne, nächstes Haus fällt. Lucy von bei 120. Symptom bei 90. Maximalgrenze. Und hat immer noch eben ein Problem mit diesem Trupp hier. Ich meine, das Ding kann jetzt wieder reparieren. Das Haus bleibt am Leben. Da kommt jetzt auch sein Militär nach vorne. Einige Bogenschützen, aber der Rambock, den interessiert das lange nicht. Ja, das sind die Waffenknechte, kommen angestimmt wieder mal auf die Bogenschützen. Reicht diese Konstellation jetzt aus? Weil jetzt ist es ein Bogenschützenkampf, aber mit Waffenknecht-Unterstützung. Das sollte etwas besser sein für Symptom. Versucht der Lucifron aus seiner Basis zu scheuchen. Und das gelingt ihm jetzt auch erstmal. Kann eben beim Rückzug auch ein paar Kills mitnehmen. Die Langbogenschützen laufen langsamer als normale Bogenschützen. Da sieht man eben, dass Lucifron da ständig Pfeile kassiert. Da im Versuch, da wegzulaufen. Symptom kann er noch ein bisschen jagen und die Bogenschützen laufen auch noch freundlicherweise an seiner Galerie und seinem Außenposten vorbei. Also von den Langbogenschützen bleibt nicht viel übrig. Der Rambock lebt tatsächlich noch. Der hat sich irgendwo weiter zurückgezogen. Der wäre noch aktiv. Der steht hier irgendwo. Genau, der steht hier rum. Den könnte man theoretisch noch angehen. Und Lucy von jetzt selber mit genügend Ressourcen für die Ritterzeit. Es gibt ein weiteres Dorfzentrum. Währenddessen Symptom hat das noch nicht. Der rüstet jetzt selber mit Belagungsfachkenntnis auf. Hier immer noch völliges Pfeile abtauschen. Das heißt, Lucy von kommt da eine Stufe weiter und hat damit nochmal weiteres Dorfzentrum mit dabei. Hat Symptom eigentlich seine Steine dann nochmal genutzt? Ne, hat er 700 Steine, die er nicht verwendet hat. Also er hat kein zusätzliches Dorfzentrum irgendwo aufgebaut. Er ist immer noch bei seinen Zweien. Ja, das sind uns noch ein letzter Bogenschütze. Nicht mehr für lange. Da hat der Rambock dann doch mal verfolgt, aber der Speer stirbt dafür. Für den Move. Immerhin hat die Hälfte der Hitpoints weggemacht. Da ist der Rest der Truppe. Und jetzt ist die Ritterzeit da. Wir sehen, Symptom, 500 Gold, 200 Nahrung. Also ihm fehlt da massiv an Nahrung, weil er einige Einheiten noch gebaut hat. Mit besagter Nahrung. Bogenschützen baut er auch immer noch mit weiteren Dorfbewohnern. Und setzt jetzt hier Ramböcke an, also möchte über die Mitte mal angreifen. Da wäre ja nochmal ein Dorfzentrum, das man rausnehmen könnte. Die ganze Produktion steht hier. Aber Ritterzeit ist halt da, das heißt, da kommen jetzt dann auch Ritter raus. Damit tun sich die Bogenschützen dann deutlich schwerer, das kaputt zu kriegen. Diese Burg in Hitpoints mit massiger Rüstung. Also für Lucifron einfach der zeitalter Vorsprung ist was Schönes für ihn. Könnte jetzt noch ein bisschen Schmerzen kriegen, weil militärisch ist er gerade nicht so stark aufgestellt, nachdem er den letzten Kampf verloren hat. Das sieht man auch. Und dabei 63 zu 16. Ja, und somit die Reiter, bisschen die Ritter müssen aufpassen. Ja, sie sind ziemlich stark, aber man sieht das, ein Volley nach dem anderen tut dann auch weh. Da wird jetzt das Dorf dann aber angesteuert von den Ramböcken. Und der Ritter überlebt, schwer angeschlagen aber. Ein paar Sperrkämpfer und Waffenknecht auch mit dabei. Man campt jetzt einfach quasi mittendrin der ganzen Produktionsecke. Der Außenposten soll mit einer Rotstellung versehen werden. Das Dorf zum Moment dessen leider, da ist auch nichts einquartiert. Das wird wahrscheinlich nicht gerettet, sondern das wird einfach wegsterben. So, dann der Außenposten, das nächste Ziel, wie man sieht, der fällt ebenfalls nach und nach. Paar Ritter spawnen da doch mittendrin. Also Lucy von ihm wird das ein bisschen was kosten. Er hat währenddessen einen Counter-Attack reingebracht. Paar Bogenschützen hier sind unterwegs, stellen sich da auf den Berg, versuchen da eventuell runterzuschießen. Aber der Trupp pusht immer noch voran, räumt weitere Gebäude auf. Die Schmiede wäre auch noch ein bisschen, also da kann man noch einiges kaputt machen. Die Ramböcke haben noch einige valide Ziele. Das heißt, Lucifron kann gerade seine Ritterzeit noch nicht so ganz auskosten. Gegenfalls geht jetzt erstmal ein bisschen rückwärts. Also Symptom trifft ein gutes Timing, muss dem Gegner da gehörig auf die Nerven zu gehen. Und Lucifron tauscht gerade seine Gebäude gegen Zeit und gegen ein paar mehr Einheiten. Problem ist halt wirklich, dass seine Produktion hier abgekämpft wird. Und der Ritter, ja, er spawnt, verliert aber trotzdem die ersten 60 Hitpoints, die ersten 100 Hitpoints. Und mal ein bisschen mehr. Hier kommt jetzt das Netz aus Burgenloch mit dazu. Defensiv Königspalast steht hier im Weg. Ein paar Ritter sind da mit zusätzlicher Fernkampf- und Nahkampfrüstung. Also die sind ziemlich tanky. Und die überlegen sich, wann ist ein guter Zeitpunkt, um diese Bogenschützen anzugreifen. Der Zeitpunkt ist jetzt wohl gekommen. Da geht es mal drauf auf die Armee von Symptom. Der hatte wirklich sehr viel Masse, er hat sehr viele Bogenschützen. Reicht das, ist die Frage. 44 Bogenschützen. Es sind nicht so viele Ritter. Ritter sind momentan 8 Stück, aber trotzdem stürmen sie furchtlos drauf los. Das sind ein paar eigene Bogenschützen, das Dorfzentrum hilft mit aus. Symptom kostet das also ein paar seiner Einheiten. Da kommt noch mehr nachgeladen, vor allem wichtigerweise Sperrkämpfe, um diese Ritter in den Griff zu kriegen. 39 Bogenschützen sind noch. Lucifron hat Schwierigkeiten, sich hier zu halten. Da waren jetzt auch gerade Dorfbewohner angegangen. Ist vielleicht mit 30 Bogenschützen ein bisschen Overkill, aber Hauptsache, wenn man reduziert die Anzahl. Die Ramböcke haben wirklich fast alles hier schon aufgeräumt. Ein Stall ist da noch und auch der wird gleich fallen. Dafür die Ritter sind jetzt doch mal dran an den Bogenschützen. Die sind jetzt gerade viel mehr damit interessiert, feindliche Bogenschützen und Dorfbewohner rauszunehmen. Aber dafür verliert Symptom mehr und mehr von seiner Armee. Nimmt dann noch das Haus mit, aber er hat die ganze Ecke hier aufgeräumt.
wichtiger Treffer. 79 zu 80 wirtschaftlich. Also da sind sie jetzt auf Augenhöhe. Sind heute immer noch massig viele Einheiten. Die Ramberger fahren aber gerade ein bisschen alleine nach vorne. Der Rest der Truppe chillt ein bisschen weiter hinten. Und rudert das auch erstmal zurück. Symptom aber nach wie vor keine Ressourcen für eine Ritterzeit. Also er ist immer noch in der Feudalzeit gerade. Meine Nahrung, okay. Da kam gerade, wo kam denn der ganze Haufen an Nahrung? Er hat gerade irgendwas gecancelt aus seiner Produktionsschleife, ne? Ja, seine Produktionsschleife geleert und dadurch kam die ganze Nahrung zustande. Und jetzt auf dem ehemaligen Wald wird eine Kathedrale erbaut. Ist das eine Metapher? Den Wald abholzen, um ein Gotteshaus hinzustellen? So, die Ritter hier gehen auf die Reise. Haben jetzt ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Freiheiten. Aber ja, viele Verluste hier. Es hat viel Holz gekostet für Lucifrons Seite. Und die Ritterzeit wird dann eben ausgeglichen. Und dann geht es um die Reliquien. Dann wird das wieder etwas interessanter. Der Rambock lebt noch. Natürlich, die Banalitäten dürfen diesen Match ja nicht aufhören. Wer kennt sie nicht, die vier Ritter Ramburg Einsatztruppe? Weil der Ramburg momentan nicht so an der Kooperation interessiert ist. Er fährt aber trotzdem still und heimlich hinten rum. Kann die Mühle angreifen, theoretisch. Da steht, wie man sieht, ein weiteres Dorfzentrum. Oder ist das? Nee, das ist der Hauptdorf, das Hauptdorfzentrum. Ja, das ist das Wahrzeichen. Entschuldigung, kurz falschen Blick gehabt. Aber ja, die Ritter sind dran. Die Ritter jagen die ersten Dorfbewohner. Textilien sind da nicht, doch sind mit dabei. Es sind noch 75. Da stehen einige Dorfbewohner auch noch untätig. Werden jetzt einquartiert und die Ritter werden verfolgt. Währenddessen Palisade ist mal wieder geplant. Die sieht aber etwas vernünftiger aus. Und hier gab es einmal den Angriff, um Symptom da zu vertreiben. Und er zieht sich auch lieber mal zurück. Muss sich aber immer noch mit diesen Rittern rumschlagen in seinem eigenen Gebiet. Die da doch ein bisschen was an Schaden gemacht haben. Währenddessen konnte sich Symptom auch die erste Reliquie sichern. Mal sehen, wie das dann, wie diese Aufteilung passiert. Also wer wie viele Reliquien bekommt. Da ist man auch nochmal unterwegs. Zielt die nächste Reliquie an. Lucifer hat bisher nicht wirklich daran interessiert, Reliquien einzusammeln. Also da könnte Symptom auf bis zu 4 Stück kommen, was natürlich für ein ziemlicher Luxus wäre im Gold. Muss ich aber jetzt erstmal eben mit diesen Rittern auseinandersetzen. Man sieht, da geht's rückwärts. Da geht's hoch den Highground. Die Reliquie liegt tatsächlich am Boden. Also der Mönch ist dabei gestorben. Ne, der Prälat ist dabei gestorben. Ja, das sind die Waffenkette, versuchen auch die Ritter weiter zu verfolgen. Und man hat halt gerade nichts Besseres als Bogenschützen. Bogenschützen, es werden einfach mehr Bogenschützen gebaut mit Veteranenabwehr. Das dauert aber noch 50 Sekunden. Aber die Bogenschützen sind aber halt nicht wirklich die Waffe, goldene Waffe, um das in den Griff zu kriegen. Wurde du war angedacht, aber wird nichts. So, mein Stuhl steht mir gerade im Weg rum und da kommt mir angestürmt. Aber die Ritter können sich davon problemlos zurückziehen. Wie sieht es hier aus? Da hat sich Lucifer durchgesetzt mit seinen Bogenschützen, mit seinen Langbögen. Die natürlich auch schon auf Veteranenstufe sind. Er hat ja viel länger schon das zusätzliche Zeitalter erreicht gehabt. Die Ritterzeit ist für ihn schon viel länger aktiv. Hatte damit den Vorteil in den Upgrades und nutzt das jetzt auch, um noch mehr aus der Produktion und noch mehr Dorfbewohner zu snipen. Und das ist ein Reliquientennisch. Noch keine direkten Erfolge für Symptom. Ja, hat sie näher gebracht, aber nicht nah genug, um sie einsammeln zu können. Die Regnitz-Kathedrale ist nach wie vor leer. Hätte das theoretisch, hätte die Reliquie eigentlich in den Außenposten stecken können, wenn wir ehrlich sind. Der wäre nebenan gewesen. Also ich rede von der Reliquie hier, die hochgetragen hat. Da wäre der Außenposten gewesen. Die Reliquie ist hier gestartet. Also buchstäblich 5 Meter. Thema erledigt. Aber ja, hat er nicht gemacht. Hat ihn vielleicht auch war eventuell auch zu unsicher. Aber hätte trotzdem geholfen. Als hätte er den Außenposten ebenfalls geboostet. Weil der Goldbonus gilt ja jetzt für jedes Gebäude, solange die Regenskathedrale steht. Also von dem her wäre es egal gewesen, wo das Ding drin ist. Aber gut, Bogenschützen hier werden aufgeräumt. Da ist nochmal ein paar einzelne Ritter unterwegs. Rennen da fröhlich durch. Weiterhin gerade keine Prälaten irgendwie, die sich um die Reliquien kümmern. Viele Sperrkämpfe jetzt geplant. Eigene Ritter, eigene Waffenknechte bei Symptom. Währenddessen, was treibt Lucy von seiner Bauschleife? Langbögen en masse. Werden viele produziert und hier treffen die Armeen wieder ein bisschen aufeinander. Lucy von versucht sich hier wieder ein bisschen zu etablieren an dieser Ecke. Farmen natürlich immer noch Ressourcen runter. Die Reliquien werden überwacht. Die Dorfbewohner arbeiten nebenan. Und was wurde aus unserem Kollegen Rambock? Der ist hier irgendwann gestorben. Wie es aussieht, weil ich sehe ihn nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Ritter hier. Also der Rambock ist dann leider doch irgendwo eingegangen. Ich weiß leider nicht genau wo. Da unten wird fleißig Holz gesammelt. Bei der Wald, wobei das hält schon noch ein bisschen. Die Wälder hier sind etwas unförmiger, wenn sie da so am Kartenrand sind. Die Palisade wurde fertiggestellt. Die sammeln immer noch still und heimlich Gold. Und hier noch zwei Ritter, die für Argos sorgen. Und das noch, der Wald wird gerade ein bisschen angegangen. Reliquientennisch, okay, Lucifer ist unterwegs. Schnappt sich die von der Gegnerseite, währenddessen ist jetzt Symptom auch mit einem unterwegs. Er hat noch einiges an Gold, also gut, er braucht sie gerade nicht mega dringend. Konzentriert sich aber gerade auch was anderes, denn seine Bogenschützen sind ja wieder unterwegs. Problem ist, die treffen auf sehr viel Gegenwehr.
Und diese von versucht, diese Bogenschützen direkt klein zu kriegen. 37 Stück, aber wie man sieht, viel Konterfeuer. Und das Netz aus Bogen ist mit aktiv. Also Bonus Angriffsgeschwindigkeit hilft aus. Die Langbögen geben Konterfeuer und Symptom verliert diesen Kampf, kann sich hier nicht durchsetzen. Muss sich zurückziehen. Weil das Nirelike kam übrigens nicht viel weiter, weil der ist durch die Galeere doch gelaufen, der Mönch. Ah, ja. Paar dumme Momente braucht diese Karte einfach. Ich meine, als ob wir noch nicht schon genug davon hätten. So, der Ritter sorgt sich jetzt um die Dorfbewohner. Währenddessen kommt gerade ein weiterer Dorfbewohner an, um die Mühle hier auch mit aufzustellen. Währenddessen wird die Galeere jetzt doch mal versenkt. Sie hat gute Dienste geleistet, also sie hat einen soliden Job gemacht. Hier ist noch ein Ritter drin, der trifft gleich auf feindliche Ritter und wird dann weggecharged. Will nochmal Dorfbewohner mitnehmen. Er schafft das, glaube ich, nicht mehr, das richtige Sinn ab. Unten ist Symptom wieder am Angreifen. Dorfbewohner sind nicht genügend Plätze für da, in dem Außenposten, um alle zu schützen. Der Rest läuft weiter zurück, der Rest der Ritter kommt gerade noch vorbei. Es sind halt so viele Einheiten hier verstreut auf der Karte, es ist da ein gewisses Maß an Chaos ist mit dabei. Es werden auch neue Prälaten produziert. Zumindest ist der Gedanke da. Und jemand sieht hier jetzt auch ein paar Armbrustschützen mit. Das heißt, die Ritter haben es nicht mehr ganz so einfach, da drauf zu halten. Dafür fehlen bei Symptom wiederum die Nahkämpfe, um irgendwas gegen den Außenboss zu machen. Der ist gerade sein größter Feind. Bis jetzt die Langbogenschützen ankommen. Dann wird da ein bisschen mehr Feuerunterstützung mit dabei sein. Da sieht man es auch. Der Pfeilhagel geht los. Der Pfeilhagel geht jetzt in beide Richtungen. Ein paar Waffenhitte wollen sich mit einmischen. Wenn das denn die Speerkämpfer jagen hier den Rittern nach, versuchen die klein zu kriegen. Eigene Ritter kommen auch noch mit dazu. Also der Kampf wandelt sich hier, es ist Lucifer, der gerade rückwärts kitet, die Ritter von Lucifer machen noch ein bisschen Schaden, gehen aber dann drauf, jetzt sind noch Nahkämpfer bei Symptom mit dabei und jetzt versucht er diese Langbögen anzurennen, damit er die endlich klein bekommt, da ist auch eine ordentliche Masse da hinten, mit insgesamt 20, 21 Stück und da wird noch mal welche nachgebaut, aber Symptom rudert jetzt selber wieder nach Hause. So, hat jetzt da ein weiteres Dorfzentrum im Bau. Also er schnappt sich dann doch mal endlich dieses dritte Dorfzentrum. Sein Gegner ist ja nach wie vor auf 2, nachdem das eine zerstört worden ist. Schon jetzt seit einiger Zeit. Und Lucifer jetzt auch erstmal am Verarzten wieder aufbauen, ein paar neue Felder anlegen. Tatsächlich trotz Engländer nicht optimal, dass alles ausgenutzt. Da ist noch ein Waffenknecht drin, der sich gerade durch die Dorfbewohner durchschlägt. Einfach weil es kann. Ja, der Städte wird jetzt auch eingenommen. Und hier gibt es auch noch gestrandete Einheiten, mehr oder weniger. Da kommen noch Sperrkämpfer von der Seite. Wir sind jetzt bei 107 zu 118. Also wirtschaftlich auf beiden Seiten doch recht hoch. Technologiestufe ähnlich. Also es ist noch recht ausgeglichen, aber es, wie gesagt, es ist eine gewisse Prise Chaos in diesem Game. Und wie man sieht, Einheiten laufen einfach mal ein bisschen planlos durch die Gegend, werden weggesnappt. Manche haben ein bisschen besseren Plan, aber werden trotzdem angegangen in Masse. Also es ist ein bisschen durcheinander, aber es sortiert sich jetzt wieder ein wenig. Wie man sieht, denn Symptom möchte hier eine Palisade setzen. Hat sich dann gleich die erste geweihte Stätte geschnappt. Reliquien-Dennisch, die hat er sich jetzt auch mal gekrallt, aber noch nicht abgegeben. Die ersten beiden hat abgegeben. Es hat drei Reliquien erfolgreich geschnappt. Von den fünf auf der Karte. Eine liegt noch hier unten, wo Lucifer noch nicht vorbeikam. Sie nicht drum gekümmert hat, da ist auch wieder mal ein Waffenknecht drin. Er ist lange drin, weil er hat halt einfach so viel Fangkampfrüstung. Die Bögen von den Dorfbewohnern machen einfach kaum Schaden. Hier gibt es hingegen Pfeilhagel über den Wald drüber. Lucifer will sich hier durchquetschen, wie man sieht. Die Masse an Waffenknechten quetscht sich einfach nach vorne, die Prälaten versuchen gegenzuheilen. Hat Symptom hier genug, um sich zu Wehr zu setzen? Es sieht gerade nicht ganz danach aus, also er hat da schon Schwierigkeiten. Er kämpft halt wirklich in richtig ekligen Front, vor allem ohne Fernkampfunterstützung. Die Fernkampfunterstützung ist rein auf der Seite von Lucifer. Und jetzt kommt ein bisschen was mit dazu. Da kommen sie aber auch wieder aufbauen und wollen Außenposten mit hinstellen, weil das Netz aus Burgen ist auch mit aktiv hier hinten. Mit den Außenposten, wie man sieht, da ist der Radius. Reicht ziemlich weit, diesen Berg runter. Und hilft den ganzen Einheiten hier aus, mehr Schaden zu machen. Das heißt, Symptom braucht jetzt was Neues und er hat was Neues. Er hat nämlich jetzt zwei Mangel mit dabei. Das heißt, die Bogenschützen leben jetzt äußerst gefährlich für Lucifer. Und generell Lucifers Armee lebt jetzt gerade äußerst gefährlich. Da kommt Flächenschaden plötzlich mit dazu. Die Waffenkette versuchen durchzustimmen, versuchen die kaputt zu kriegen. Die Frage, kann man die Waffenkette aufhalten? Es sind sehr, sehr viele. Und die Mangel kommen bisher nicht an die Bogenschützen ran, was das primäre Ziel wäre. Weitere Belagerungswaffen, Belagerungswerkstätten sind da hinten, aber die Mangeln werden es wahrscheinlich, weil die erste wird es nicht schaffen, die zweite mal sehen. Weitere Mangeln kommen dann nämlich mit dazu, wenn das nur werden die Bogenschützen trotzdem verfolgt. Es ist wieder mal so ein Kampf, der sich komplett in die Breite ziehen lässt. Verschiedenste Ecken, da stillt nochmal gerade ein Rambock mit. Da werden unten rote Einheiten aufgesammelt, da ist hier Belagerungswaffen kriegen noch sehr viel Ärger, da ist nichts, was die schützt. Wenn das nicht hier versucht man die Bogenschützen niederzurennen. Aber Lucifer kitet immer noch was, das Zeug hat mit diesen langen Bogenschützen. Man sieht das. Immer einen Schritt nach hinten, mehr Volleys austanken und es dauert ewig, diese schwer gepanzerten Einheiten kaputt zu kriegen. Aber sie schaffen das, so nach und nach. Es ist ein sehr, sehr zähes Unterfangen, aber es funktioniert. Wenn es in die Mangeln verlieren, halt wirklich alle ihr Leben. Es ist immer noch, ja, es wird ein Dorfbewohner gerade gegen Waffenknechte eingesetzt. Die Mann hat auch überhaupt keinen Schaden.
Neue Mangen spawnen. Andere wurden aber schon zerstört. Wenn es denn hier geht's wieder vorwärts. Da ist jetzt tatsächlich mal eine Reliquie in einem Außenbossen drin. Also der hilft mal ein bisschen aus in Sachen Feuerunterstützung. Aber der Rest der Truppe wird weiter hochgejagt. Den Berg hochgejagt. Der versucht mal irgendwas mit Reinforcements zu managen. Das sind tatsächlich beide Reliquien in beide Außenposten eingelagert worden. Also Symptom hat sich das doch umentschieden, dass er da ein bisschen mehr Unterstützung hat. Da kommt jetzt neue Unterstützung, gerade durch die Palisade. Der Mang ist auch wieder unterwegs. Kann Symptom damit den Kampf drehen? Weil Lucifer hat ja hauptsächlich noch Bogenschützen. Zwei Ramböcke, die einfach mitten durchfahren. Nicht sicher, was die in dem Kampf noch groß wollen. Die Bogenschützen. Ja, so langsam kommen die Mangen näher. Die müssten aber einen richtig ordentlichen Treffer da reinlanden. Aber stattdessen sind jetzt Reit unterwegs, die versuchen wiederum die Mangen kaputt zu machen. Also es läuft wieder in eine andere Richtung. Ein paar Waffen kennt ihr mehr in der Gegend, um die Mange zu schützen. Kriegt Symptom das in den Griff. Lucifer macht mehr Druck, hat auch hinten noch eine Einheit drin, die da versucht, Dorfbewohner anzugehen. Wieder einiges los, die Mange fällt und hier die Bogenschützen jagen die Gegner wieder den Highground hoch. Aber neue Ritter kommen mit dazu, wollen sich mit einmischen. Wobei die Ritter, ah, die Ritter laufen mitten durch. Schlechter Rallypoint. Aber am Ende kämpfen sie doch mal mit und sorgen hier für ein bisschen Chaos, für ein bisschen Durcheinander. Die Langbögen kiten wieder rückwärts. Der Außenposten ballert halt wirklich die ganze Zeit mit rein. Also er hilft auf jeden Fall. Sein Kollege neben dran weniger, aber der Außenposten auf jeden Fall gibt gute Unterstützung. Hat massive Rüstung, also wirklich schwierig kaputt zu kriegen. Da wurden ein paar Einheiten jetzt drauf angesetzt. Neue Außenposten sollen gebaut werden auf der Seite von Lucifer. Also er will sich hier mit Außenposten hinsetzen, damit er da selber Feuerunterstützung hat. Kann das Symptom stoppen? Er kriegt die ersten Dorfbewohner auf jeden Fall kaputt. Es sind immer noch ein paar Bogenschützen mit dabei. Die Schlacht hört hier nicht auf. Die Geilte steht ist auch immer noch nicht neutralisiert, lustigerweise. Er wollte schon die ganze Zeit hier irgendwie rote Einheiten rumstehen. Weitere Reiter gehen jetzt hier den Highground hoch und wollen hier rein, weil man kann durch diesen Durchgang durch. Da ist eine Rundenstellung drin. Und da warten ein paar Einheiten. Aber es sind viele Reiter da unterwegs. Und das geht der Kampf hier unten auch immer noch weiter mit eigenen Rittern. Da läuft man jetzt einfach durch und versucht jetzt an die Dorfbewohner ranzugehen. Da sind wir gerade bei 119 zu 114. Also noch sehr, sehr nah beieinander, die beiden. Dorfbewohner jetzt also teilweise in Gefahr. Wird da irgendwas einquartiert? Momentan nicht. Die Reiter laufen auch erstmal durch. Währenddessen kann sich aber Symptom hier halten. Die geweihte Stätte gehört ihm tatsächlich immer noch. Trotz allem, die geweihte Stätte hält für ihn. Lustigerweise. Und Lucifer schickt natürlich immer noch mehr Reinforcements nach. Da sind immer noch Reiter, die sich um die Dorfbewohner kümmern wollen. In der Zeit wird hier am Gold gesammelt. Die geweihte Stätte wurde eingenommen. Das Dorf arbeitet auch ein bisschen. Also Lucifer, er erzeugt hier wirklich sehr viel Unruhe. Man sieht das überall in der Einheiten drin. Wollen mehr Dorfbewohner kaputt machen. Aber es wird auch alles immer wieder mal geklärt. Jetzt gibt es wieder mal die Schlacht hier vorne. Die Schlacht, wo man irgendwie, ja, Flächenschaden wäre schön, aber hat man halt nicht mit dabei. Selbst dann sind viele Waffenknechte. Jetzt sind deutlich weniger Bogenschützen. Das heißt, selbst mit der Belagerungswaffe, selbst mit der Mangel kommt man da nicht so gut vorwärts. Und Lucifer quetscht sich einfach wieder näher ran und versucht die gesamte gegnerische Armee aufzureiben. Seine Reiter verlieren nach und nach die Schlacht hier in der Basis. Und hat jetzt hier aber auch noch Dorfbewohner reingebracht. Das ist der Versuch eines Bergfriedes, den man hier hochziehen möchte. Aber die Dorfbewohner werden gerade alle mit einem Body nach dem anderen auseinandergenommen. Das heißt, für den Bergfried sieht es schlecht aus. Baufortschritt ist nicht weit genug, um das Ding hinzukriegen. Da kommt stattdessen der Konter-Bergfried. Und da sind jetzt so viele Dorfbewohner schon gestorben, dass die Seite von Lucifer das wahrscheinlich eher hinbekommt. Oh, das ist wirklich ein Trauerspiel hier gerade für Symptom. Ne, er kriegt nämlich doch, weil vielleicht gleich den Rest. Es kommen mehr Dorfbewohner angelaufen, aber das wird dem Problem nicht helfen, denke ich. Weil es sind so viele Dorfbewohner auf der Seite von Lucifer hier. 21 auf der Seite des roten Spielers. Und hier der Außenposten wird dann doch mal niedergebrannt. Er hat so gute Unterstützung geleistet, aber da ist sein Ende. Die Reliquie liegt auf dem Boden. Und Symptom versucht das immer noch irgendwie zu stabilisieren. Und auch die geweihte Shadowfron ist hier allerdings jetzt auf die Reise gegangen. Macht hier mal Counter-Pressure. Das ist der Trupp, der sich zuerst um die Reiter gekommen hat. Der macht jetzt einen vollen Gegenangriff. Wie sieht es hier aus mit den Bergfrieden? Beide Seiten. Auf beiden Seiten der Bergfried ist da. Da soll es an die große Goldader gehen. Die ist für beide Spieler gerade wichtig. Aber der Dorfbewohner rausgesnackt. Der Bergfried ist voll befüllt. Das heißt, der macht gerade deutlich mehr DPS als der Rote. Darauf müsste man aufpassen. Da kommt das Netz aus Zitadellen, um den Attack-Speed-Bonus weiter zu erhöhen. Und hier die Einheiten sind mal drin. Die jagen ein paar Dorfbewohner. Wobei, nee, momentan laufen sie wieder zurück. Sind also nicht ganz voll koordiniert. Und Lucifer jetzt selber mit dem nächsten Wahrzeichen unterwegs. Also Schlag auf Schlag auf Schlag geht's hin. Da gibt's tatsächlich den Berkshire Palast. Also versucht hier einen weiteren Bergfried mit reinzuquetschen. An diesem Aufgang, an dieser geweihten Stätte, an dieser großen Goldader. Und der unten war natürlich auch schon nah dran. Die versucht jetzt aber gerade Symptom zu schnappen. Also da geht's in verschiedene Richtungen. Bergfried hier kriegt noch das Öl-Upgrade. Und der erstmal mit dem Attack-Speed-Bonus, der jetzt erforscht ist. Und ja, da kommt das Wahrzeichen des Imperials. Tatsächlich Symptom als Heiliges Römisches Reich hat er immer noch keine Imperialzeit. Sieht man auch nicht so häufig. Ich meine, es wird hier nonstop gekämpft. Es hört hier einfach nicht auf. Es ist ein endloser Einheitenfriedhof, was hier passiert. Und die beiden gönnen sich doch wirklich keine Pause. Es ist ein krasses Match, dass die beiden da noch irgendwie so Kontrolle drüber haben und das immer wieder so einpendeln können mit ihren Fronten.
Trotzdem sammelt sich Lucian hier mit mehr und mehr und versucht selber mehr Druck zu machen. Natürlich hier strategisch rangearbeitet. Man sieht auch, der Palast hat eine hohe Reichweite und eine hohe Feuerrate. Deshalb ballert richtig fleißig raus. Schützt damit auch automatisch die Dorfbewohner mit. Und Lucifer gönnt sich jetzt hier das Gold. Jetzt hinten gibt es eine Steinpalisade, um die Belagerungswerkstatt zu schützen, um Triebwerke zu bauen. Also das ist... Symptom ist halt schon mit den 200 IQ-Plays unterwegs. Manchmal outplayt er sich damit ein bisschen selber. Aber er hat auf jeden Fall Pläne. Das kann man ihm nicht verübeln. Denn das ist aber Lucifer einfach mit roher Waffengewalt unterwegs. Stellt einen weiteren Bergfried. Will hier weiter Dorfbewohner kaputt machen und drückt sich hier weiter ran. Wir sind bei 132 zu 97 Dorfbewohner. Lucifer setzt sich jetzt also ein bisschen ab. Man merkt eben, dass er auf der Karte deutlich mehr Stress macht. Bricht vor allem die Position, das heißt Goldader technisch. Es ist noch die Goldader hier da. Die kleine, die hat noch ein bisschen was. Symptom hat sehr viel Holz, ihm fehlt es wirklich an Gold. Das ist ganz eine kritische Ressource. Im Endeffekt, der Tribok macht nach und nach seinen Job und kriegt gleich noch einen Kollegen mit dazu. Also da kommt dann mehr Schaden auf den Bergfried. Aber dafür hat Lucifer von die Position hier erobert. Blockt damit eine weitere Goldader. Symptom kommt unten mal wieder raus und versucht sich hier zu behaupten. Aber das ist natürlich ein Außenposten, da ist das Netz aus Zitadellen jetzt aktiv. Und das ist nochmal so viel mehr Feuer unterstützt. Man sieht, dass da regnet Pfeile. Viel schwieriger da durchzukommen. Lucifer jetzt auch noch mit Elite abgezogen. Da kurz noch ein paar Rammböcke angefahren, um einfach das Gebäude hier kaputt zu kriegen. Das Wahrzeichen kaputt zu kriegen. Der erste Bergfried bröckelt auch schon. Wird es auch nicht mehr lange machen. Die Triebböcke gleich zu dritt. Also da ist sehr viel Feuerpower gegen diese Triebböcke, gegen dieses Wahrzeichen. Dafür der nächste Bergfried ist hier online. An den Belagerungswerkstätten hier kann das Symptom auch brechen. Also momentan ihm gehört halt weniger von der Karte, aber er versucht sein Bestes, hat sich die Reliquie zumindest sichern können. Und ja, der Palast leidet auch. Die Triebwerke müssten jetzt einfach nachsetzen. Ein paar Meter, weil der Palast hier hat auch schon gleich 2000 Hitpoints verloren von 5000. Die Dorfbewohner kümmern sich halt auch kein Stück um die Reparatur. Wenn man auch sagen muss, Lucifer hätte nicht die Steine, um das Ding groß zu reparieren. Hat dafür wieder mal ein paar Einheiten hinten drin mit den Reitern. Die Dorfbewohner ist sofort wieder einquartiert. Und Lucifer, er ist nonstop bei 200, aber auch Lucifer, wie man sieht, er hat jetzt keinen Goldpuffer gerade, generell keine Ressourcenpuffer, bisschen Nahrung, aber alles andere haut er einfach raus und braucht das Geld halt auch, um diese Schlacht weiterzuführen. Also es ist ein sehr, sehr teures Match, was die beiden hier führen. Da ist ein Tribok mit dabei, dahinter drei Mangen, um das ein bisschen abzusichern, da aber ein Riesenhaufen an Waffenknechte. Ist noch nicht Elite, Elite-Upgrade ist unterwegs für die Kollegen, aber noch nicht ganz da und jetzt wird angestürmt. Die Mangen nehmen das aber auch interessiert, landen die ersten Treffer und die Waffenknechte haben direkt keinen Bock mehr, ziehen sie erstmal zurück. Dann wird's ein Mischen auch nochmal kurz mit, aber erstmal Rückwärtsgang, weil man einfach so viel Schaden gefressen hat, die nächsten Schüsse landen. Die Waffenknechte bekommen da ordentlich was zu spüren, wie sieht's hier aus? Der Palast lebt noch und wird jetzt repariert. Ah, der Palast geht mit... Palast geht mit Holz, weil er ein Wahrzeichen ist und de facto kein direktes Steingebäude. Für den greift die Steinregelung tatsächlich nicht. Interessant. Wieder was gelernt. Ja, das niederletzte Reiter wird auseinandergenommen. Und hier wieder mal ist man dran an der Belagerungswaffe. Das sind aber auch ein paar Lanzknechte jetzt mit drin, die da wild um sich schlagen, um die gegnerische Armee klein zu kriegen. Aber es reicht nicht ganz, wie es aussieht. Aber es ist ein relativ knapper Kampf. Stattdessen der Palast wurde wieder hochrepariert und wieder runtergeschossen und wieder hochrepariert und weiter runtergeschossen. Drei Triebböcke, man hat wirklich einiges an Druck. Lenken auch von der Goldsammelei ab. Trotzdem ist Lucifer dabei, wieder mal die Rampe hochzukommen. Dabei trifft er sie auf Speerkämpfer. Hat damit wieder Schwierigkeiten. Symptom hat jetzt selber genügend Ressourcen für sein Wahrzeichen, theoretisch. Also für den Schwäbischen Palast auf jeden Fall. Bei ihm blinkt es gerade überall. Also überall ist gerade ein bisschen Ärger. Da ist ein Reiter, der gerade das Gebäude kaputt macht. Der Palast ist gerade auseinandergefallen. Hier unten ballert einfach irgendwas. Hauptsache es ballert. Sein Wahrzeichen ist unterwegs. Der Schwäbische Palast wird gebaut nach 40 Minuten. Das ist, glaube ich, einer der spätesten Schwäbischen Palaste. Ne, es ist der Elsbach-Palast. Oh, es ist der Elsbach-Palast. Und man sieht einen Bergfried, der da kommen soll. Problem ist, er ist noch nicht ganz fertig. Oh, das kostet jetzt aber auch wieder viele Dorfbewohner. Ich hab gerade echt einfach nur das sah nach Palast aus und dachte mir, das müsste ja fast das Schwäbische sein. Nein, das ist der Elsbach-Palast. Das ist quasi auch der Bergfried. Und wie man sieht, alles im Einflussbereich, er leidet weniger Schaden. Das ist ein richtig tanky Gebäude, wenn man was abriegeln will. Und Symptom baut das aber sehr, sehr nah an seinem eigenen Dorf. Und da sieht man, wie kritisch seine Position ist. Und er kann es nicht weiterbauen. Es sind noch vier Dorfbewohner, die hier bauen. Also Baufortschritt ist kaum noch gegeben. Die Einheiten von Lucifer sind ein bisschen zu viel. Also tatsächlich, der Versuch, das Wahrzeichen nur zu stellen, bricht hier Symptom die Verteidigung. Und hat jetzt nicht genug, wie man sieht. Oh, das ist so bitter. Das Wahrzeichen steht bei 75% still. Die Einheiten strömen hier rein und wie man sieht bei Lucifer, das nimmt jetzt kein Ende. Der pumpt einfach nach. Er hat selber wirklich gerade so das Geld, dass er sich das leisten kann. Aber bei Symptom ist gerade das Game damit auseinandergebaut. Das hat ihm so viele Dorfbewohner gekostet. Er hat nichts mehr. Er kriegt das Ding nicht fertig. Hätte es fertig bekommen, denke ich, hätte er nochmal deutlich besseren Rückhalt hier gehabt, um das zu blocken, um da den Vorstoß, den Feindlichen aufzuhalten. Aber er hat halt auch an anderen Fronten Schwierigkeiten. Hat das gerade abgebrochen, dass er weitere Ressourcen hat.
für weitere Mangen, weitere Dorfbewohner. Also Symptom musste da schon umdisponiert. Also ich, ja, hier, das ist eingerissen worden. Die Triebwerke machen hier noch einen sehr, sehr soliden Job. Problem ist für Symptom einfach die Heimatbasis, wie man sieht. Da fällt gerade alles auseinander. So viel Mühe es hier auch gibt. Da kann vielleicht mit dem Mangen nochmal einen guten Treffer setzen. Er trifft aber vorne den Nahkämpfer. Aber er ist halt noch bei 81, 64 zu 114 in der Wirtschaft. Militärisch ist es auch sehr einseitig. Und für Symptom vielleicht früher den Schwäbischen Palast wäre sinnvoller gewesen, aber man weiß es nicht. Ist schwer abzuschätzen. Die Triebwerke werden jetzt nochmal verfolgt. Und da ist dann das GG. Lucifer hat einfach zu diesem Zeitpunkt zu viel. Hat die gegnerische Verteidigung mehr oder weniger gebrochen. Aber was für eine Abschlusskarte für eine beiden. Was für eine dritte Map hier. Lucifer macht da das kleine 3:0. Aber Symptom gibt ihm ein deutlich knapperes Match hier. Also zeigt er deutlich mehr, was er selber auch drauf hat. Ein bisschen Comedy war die Karte noch dazu, wenn man denkt, was da im Early Game alles ablief, was da für chaotische Sachen am Start waren. Also es war eine sehr eigenwillige Karte, aber sehr unterhaltsam, hab's sehr genossen. Es war so viel los, dass ich am Ende gar nicht wusste, wo ich als letztes hinschalten soll. Also wirklich zu viel Action, weil an so vielen Fronten, also es ging wirklich hart rund. Also das Game hatte so fast die ganze Bandbreite, was AOE zu bieten hat. Allen Respekt, die beiden könnten da wirklich alles präsentieren. Und Symptom eben am Ende einfach dann eingebrochen. Gerade militärisch und wirtschaftlich ging da nichts mehr. Lucifer hatte zu viel. Symptom konnte seine Verteidigung, er hat so lange seine Verteidigung gehalten. Allen Respekt an ihn, wie lang da dieses Gefeite ging, wo man sieht, Lucifer versucht nachzupumpen und einfach in die gegnerische Basis einzuführen. Aber Symptom hat so stur gegengehalten, so lange gegengehalten. Ist wirklich eine respektable Leistung. Nur am Ende hat es halt nicht ganz gereicht für ihn. Schade für ihn, aber cooles Game. Was er da abgeliefert hat. Wie viel haben sie da insgesamt? Ja, Lucifer hat deutlich mehr Nahrung gesammelt. Weniger Holz interessanterweise und auch weniger Gold und Steine. Gut, Reliquien. Heiliges Römisches Reich macht da mal wieder einiges aus. Es war ein relativ langes Game. Wobei die aber auch erst sehr spät die Reliquien gesammelt haben. Also es war wirklich ein sehr spezielles Game. Aber unterhaltsam. Und das aus mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.